Sie das nie wieder gefallen lassen. Nie wieder. Nie wieder. Und zwar mit allen Mitteln. Und die werden mit allen Mitteln, und davor habe ich große Angst. Davor Ja, habe ich Mann. große Angst, und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, ja, dass Palästina in Ruhe gelassen wird. Ich wünsche es mir vom ganzen Herzen. Aber Sehr. ich glaube, das wird nicht passieren, Mann. Ich glaube Nee, das nicht. ist zu spät auf jeden Fall. Ja, Zu das ist spät. der Angriff hätte nicht sein müssen, ne, von der Seite von den Hamas Palästina. Aber Das wenn ich ist die jetzt. Kommentare so lese, da merke ich wirklich, wie die Leute, ja, ich werde es in schönen Worten sagen, verblödet sind, die Israel das Schlimmste wünschen. Und dann Wie schreibt er ein. empathielos das einfach ist. Ja, Das ist einfach empathielos, sich auf Tote zu freuen. Das ist einfach nur krank. Ja. Ist egal, aber von wo vielleicht mal ganz jemand kommt. kurz, aber ganz kurz, ne, damals gab es auch im Sechstagekrieg, wo Israel angegriffen worden ist von diesen Staaten, 67, da gab es auch in Ägypten Jubel in den Straßen, ja. Also dieser Enthusiasmus, den manche an den Tag legen, den kenne ich von früher noch, ja. Also nicht selber, ich habe es halt später in den Dokumentationen gesehen. Und die große Ernüchterung kam dann halt viel später, weil dann, wisst ihr, wie viele Soldaten, ägyptische Soldaten in diesem Krieg gestorben sind? Das waren Hunderttausende, ja. Die haben gar keine Chance gehabt. Die hatten null Chancen. Null. Ja, Das sieht man Leute, auch nicht anders ein. tut mal liken, bis wir mal die 25k haben, Leute. Ja, ich stumm wieder die Kommentare, weil die Leute sind so faul zum Liken. Katastrophe. So. Ja, das ist halt echt krass, ne? Aber was sagst du dazu, Simba? Also was soll ich dazu sagen, ey? Also ganz ehrlich, Krieg ist scheiße, ne? Das ist halt. Ich wollte halt nur vorhin wegen diesen Osman, ne, was er da gesagt hat, wegen, dass sie im Recht sind und so. Und das ist ein langes Thema. Weißt du, das ist jetzt ein Thema, wenn wir das jetzt richtig aufmachen, wer ist schuld und was und was. Guck mal, ich sag dir jetzt von dieser Sicht, so, die wurden angegriffen, weißt du, und die haben 700 Menschen umgebracht. Und die werden jetzt Ja, das Hundertfache zurückkriegen. So, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist, die sind ein starkes Land. So, mein Land würde, wenn du in meinem Land 700 Menschen tötest, die töten auch das Hundertfache von dir. Das ist ganz normal. So, verstehst du das? Die müssen sich verteidigen. So. Ja, das ist das Problem, ne? So. Und, ja, was soll ich sagen dazu? Das ist Für kein mich ist Spaß. halt die Bevölkerung, halt, mir tun halt die Dings, die Bevölkerung Ja. leid. Die Menschen, Also die damit nichts zu mir tun tun die haben. Kinder leid und Genau. Frauen, weißt du, Das das ist tut das mir am Problem. allermeisten, also generell Familien, die tun mir am meisten leid. Und jetzt überleg mal, jetzt mischt sich Libanon ein. Alter, boah, das muss nicht sein. Muss auch nicht. Klar, ich kann das verstehen, Libanon möchte Palästina helfen, aber es muss irgendwie anders geregelt werden, weil, ey, wenn das, boah, Mama Aber mia. achtet mal drauf, wer sich nicht einmischt. Das ist viel spannender. Wer sich zurückhält, das sind einige arabische Staaten. Warte mal ab. Alle arabischen Staaten. Fast alle, ja, genau. Fast alle halten sich Keiner. raus, ne? Ja. Ja. Alle Weil arabischen Staaten sind da sie jetzt. genau wissen, was passiert. Die wissen das ja. Weil eigentlich werden die armen Palästinenser ausgenutzt von gewissen radikalen Leuten. Die werden immer da so als dazwischen. Ich sag immer, ich habe immer gesagt, ey, es gibt so viele, es gibt Saudi-Arabien, die haben Geld ohne Ende, Mann. So viele Die haben sehr Palästinenser viel sind das Geld. gar nicht. So viele sind das gar nicht. Aber sie werden trotzdem in dieser, ja, in dieser unschönen Situation gehalten und keiner tut. Also ich verstehe das, dass die Palästinenser, wenn ich Palästinenser wäre, ich hätte auch. Ich würde die Krise bekommen, ich verstehe das total. Ja, absolut, absolut. Ja. Dieser Krieg Wow. ist auch erst seit 1900 Dingens hier 48, war? Ja, Ich mein Vater sagt immer da unten, mein Vater sagt immer, da knallt schon seit 2000 Jahren. Ja. Verschiedene Teilnehmern. Ja. Seit der Staatsgründung Israels ist das so. Ja. Da, Ja, das ist aber ja was, das ist ja ein langes Thema, ne? das, Das was ist mit den ja. Juden passiert ist, das, was mit den Juden passiert ist, wie gesagt, die werden sich das nie wieder gefallen lassen. Und überlegt mal, 700 Menschen sind tot, denen kommt ein Don Reser rein,
freut sich dabei, dass 700 Menschen umgebracht worden sind. Sehr, sehr top, sehr, sehr schön, sehr, sehr schlau von dir, Don Reza. Leute, die Juden werden sich das nie wieder gefallen lassen. Boah, Mann, ey. Mann, Mann, Gerade Mann. jetzt. Auch auf diese Festival und so habe ich gehört, ne, irgendwie 420 Tote oder so. Das war richtig krass auch. Welches Festival? Weil irgendwie, da haben die Raketen eingeschlagen. So ein israelisches Festival oder so. Da waren 420 Menschen, unschuldige Menschen, die haben da gefeiert. Alle gestorben, die da waren. Alle. Ach du Ja, Scheiße. so ein Open Air mäßig, ne? Ich habe da sogar irgendwie noch so ein Video gesehen bei TikTok oder so. Das war richtig krass. Ja. Oh Mann, Das war ey. auch so heftig gewesen, ne? 420 Menschen auf einen Schlag, ne? Also das ist hart, wirklich. Seht ihr, und deswegen mache ich meinen eigenen Business. Ich bin für mich alleine. Ich will meine Ruhe. Ich will kein Festival. Ich will gar nichts. Ich will einfach nur leben. Ja, wir haben Privilegien, hier in Deutschland zu leben, ne? Ja. Das müssen wir auch manchmal Deswegen, schätzen ich sag wirklich. euch eine Sache. Ihr könnt euch alle glücklich schätzen, dass ihr in Deutschland lebt, ja, Ja, hundertprozentig. weil hier haben wir keine Sorgen, ja, und keine Probleme. Jeder will nur leben, ja, wir wünschen, dass Palästina, wie gesagt, auch lebt und gesund und munter bleibt, Hundertprozent. und wir hoffen auch, dass Libanon, ja, nicht zum Ziel wird, ja. Das hoffen wir wirklich von ganzem Herzen. Aber Leute, der Krieg hat schon begonnen. Das ist kein Und wie ihr Spaß seht, die mehr. Leute freuen sich darüber und sind da scheinbar von sehr begeistert. Also ich habe gemerkt, die Leute sind begeistert, dass Glaubt ihr? angeblich Israel begraben wird. Leute, hört auf damit, Glaubt ihr, denn unschuldige und das von Palästina? einer ganz bestimmten Gesinnung hier. Ja. Eine Das sehr, sehr muss merkwürdige jetzt. Gesinnung vor allem, ja. Wie empathielos, Ich wollte mal auf den empathielos. Kommentar kurz was sagen. Diese Susi hat geschrieben, glaubt ihr, unschuldige Palästina sind nicht gestorben? Nee, natürlich, das wissen wir doch. Aber es geht ja nicht darum gerade. Es geht darum, wie hat das jetzt gerade angefangen? Wir diskutieren ja darüber gerade. Guck So. mal, jetzt hat Susi Verstehst du? geschrieben, glaubt ihr, unschuldige Palästinenser sind Ja, nicht das ist gestorben? auch wieder. Schalt doch mal dein Gehirn ein. Das habe ich doch gerade eben erklärt, dass das natürlich nicht schön ist, dass Leute sterben. Oh, ey, die Leute sind so TikTok-sportlich, so verblödet, ey. Das ist wie kann man so blöd sein? Ich kann da nicht mehr respektvoll sein. Die Leute sind so. Oh. Was wird er noch darauf antworten? Also 2021 waren es noch 3.150 Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden. Also wir müssen da mal wirklich so gesehen die Kirche im Dorf lassen, ne? Das ist Ja. nicht wenig. Das ist Also nicht eigentlich war es wenig. da auch genau das Gleiche. Die Hamas hat irgendwelche Raketen abgeschossen. Die Gegenangriffe haben auch Zivilisten getroffen. Es trifft ja immer eigentlich die Ja, Zivilisten, natürlich. ne? Richtig, sehr gut gesagt, Leider. ja. Sehr gut gesagt. Ne? Und deswegen, ihr müsst euch mal auch angucken, wie Israel strukturiert ist. Die sind ja, ich sage, sehr langgezogenes, kleines Land, ja, ist ja am Meer, ja, und die sind ja umzingelt eigentlich von den arabischen Staaten. Dankeschön. Free Israel. Thank you. Danke. Wahrheit über Islam. Danke. Deshalb startet, glaube ich, auch Amerika diese Dinge, die Schiffe los da, ne? Schicken da diese Militärschiffe los. Die verlegen die darüber. Nicht ohne Grund. Das Das kannst wird du kein vergessen. Spaß. Spaß. Das wird ein Massaker. Das Ja, wird hundertprozentig. zack, zack, Ja, das wird leider. Massaker sein. Das wird ein richtiger Massaker. Oh Mann. Und das wird Weißt du, keiner. was ich nur den Leuten sagen will, auch den Palästinern, vielleicht, wenn hier welche drinnen sind, geht nicht auf die Straße und feiert oder so. Oder irgendwie sowas. Seid nicht stolz drauf. Versteht ihr? Es trifft eure Bevölkerung. Es trifft Menschen, die damit nichts zu tun haben. So. Richtig. Ich denke, ich sehe das, ich sehe die ganzen Videos und so, wie die Leute da feiern. Ich denke, ihr feiert, die werden das in Massaker starten, die werden das hundertfach an den Menschen das töten. Also verstehst du was? Die werden nichts mehr übrig lassen, was von da war. Weißt du, wie ich meine? Also die werden wirklich alles zerstören. Und Worauf ihr gerade das ist kein Spaß mehr. Verstehst du, was ich meine? Und die Leute feiern. Ja, So. worauf Aber jetzt gibt's doch nichts zu feiern. Simba, worauf jetzt Simba hinaus möchte, ist, Leute, ihr freut euch jetzt, ja, dass Israel den hier bekommt.
okay, dass die Schläge kriegen. Und die Leute freuen sich noch dabei, dass 700 Menschen gestorben sind. Leute, das allergrößte Problem ist und die allergrößte Angst, die wir haben, ja, weil die Leute feiern gerade und sagen, hey, das ist gerade cool, dass die den hier aufs Maul bekommen haben. Leute, die andere Seite gibt das tausendfache zurück. Und das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Davor sollte man. Wir sind dafür. Die glauben wirklich, die glauben wirklich, wir hätten nie an die Opfer in Palästina gedacht. Immer wenn sowas passiert ist. Die denken, das ist jetzt nur wegen Israel. Aber das davor, das vergessen die einfach und denken, wir hassen die oder keine Ahnung. Die sehen das ja nochmal aus religiösen Gründen, nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich gebe euch mal, einen kleinen Denkanstoß. Ihr wisst doch, Iran hat diese Drohnen geliefert an Russland, wisst ihr ja, ne? 400 Stück. Drohnen. Der Iran hat viele Drohnen an Russland verkauft, ja? Ja. Der UN-Sicherheitsrat hat jetzt heute oder gestern, weiß ich nicht, die Angriffe der Hamas auf Israel verurteilt. Wer hat sich der Verurteilung nicht angeschlossen? Russland. Und ein zweites Fass aufzumachen an einer anderen Stelle auf der Welt kann auch ein geostrategischer Winkelzug sein. Ne? Also man muss schon das Große und Ganze sehen. Ne? Das ist kein Zufall, dass jetzt der Konflikt da gerade hochgeht. Absolut. Da hat unser Bruder Azad geschrieben, Libanon will keinen Krieg. Das, was sie auf einmal bekommen... bekommen sie langsam und qualvoll. Oh Mann, das ist gerade voll das Thema, dieses Krieg, ey. Naja. Ich hoffe, dass da nichts passiert, aber Leute, das ist kein Spaß mehr. Diesmal ist das auch auf ein ganz anderes Level, ne? Das ist auch richtig. So wie es hineinschalten, ne? Ja. Manchmal ist das so. Weil du kannst nicht in den Wald reinschreien, ohne dass es zurückschreit. Also das wird es nicht geben. Also. Ich meine, euch muss ja klar sein, diese 700 Leute, das sind ja alles, wenn ich das richtig verstanden habe, fast alles Zivilisten, ne? Alles Zivilisten. Ja, alles, also das ist, nee, wir das finden ist das jetzt auch kein okay. Krieg. Das ist ja kein Krieg gegen Militär oder so. Das war keine organisierte Angriff, wo irgendein Stützpunkt angeht. Das war einfach nur Terrorismus, mehr ist das nicht. Ja, einfach auf unbeteiligte Menschen, die überhaupt keine Wirkung auf diesen Krieg haben. Genau, richtig. Weil es sind ja unschuldige Menschen auf der Straße gestorben. Über 700 unschuldige Menschen sind... Komm, wir machen Takfir auf die. Die damit auch nichts zu tun haben, ne? Ja, ich finde es echt ein bisschen traurig. 700 Menschen, wow. Und dann kommen die Leute rein und schreiben noch, ja, das ist schön, dass 700 Menschen gestorben sind. Boah, krass. Da Alter. Fliegen einfach mal Raketen rein, das ist auch noch sehr heimtückisch, ja. Das ist etwas, was man, ein Angriff, den man nicht erwartet als ein normaler Bürger, überhaupt nicht. Und das ist sehr heimtückisch. Willkürlich auch noch, also die Menschen, also die Opfer wurden einfach willkürlich in dem Moment einfach so billigend so hingenommen. Ist egal. Mhm. Hauptsache erstmal was machen, aber die vergessen, dass egal wie groß das Loch im Schiff ist, durchkratzen wird es nicht kleiner, es wird größer. Und dann sinkt das Schiff. Wow. Die Menschen sterben und die Menschen feiern das. Ja, hat gut geschrieben. Jesus ist Gott. Ja, so ist das, ne? Das ist ja, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja. Das, was die Palästina nicht checken und, ja. Seljuks auf Anatolia, ne? Ja, aber das beruht sich doch da auf Gegenseitigkeit. Ich meine, über 3000 Raketenangriffe auf Israel sind jetzt auch nicht ohne. Oder guck mal, was die Susi schreibt. Die Susi hat geschrieben, glaubt ihr, Hamas hat aus Spaß sie nichts haben 75 Jahre nichts gemacht. 75 Jahre? Susi, was redest du da? Hä? Susi, ich habe mal eine Frage an dich jetzt, wegen der Kommentar. Also du schreibst jetzt, die haben jetzt 75 Jahre nichts gemacht. Jetzt haben die den Angriff gestartet, ne? Und 700 Menschen sind gestorben von Israel-Seite. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ich möchte jetzt deine Antwort wissen.
Vielleicht meint sie das nicht mal ernst. Weil da kommt auch noch dieser Smiley, vielleicht ist das ironisch gemeint. Man muss aber noch dazu sagen. Also was denkst du, was passiert jetzt? Wird das jetzt besser oder wird es jetzt schlimmer? Jetzt von Susis Seite jetzt. Interessiert mich jetzt, was sie jetzt denkt. Ja, vielleicht noch einen Satz kurz. Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht so, dass alle Palästinenser sich das wünschen, was gerade passiert. Ne? Das wäre ein sehr großer Irrtum, wenn man das glaubt. Ne? Genauso wenig, dass da wahrscheinlich die meisten Israelis da gar keinen Bock drauf haben, was jetzt passieren wird. Nichts Gutes. Natürlich wird Krieg starten, aber das kann ja nicht mehr so weitergehen. Ja, gut, also man beendet Krieg mit Krieg, oder wie? Also den schlechten Frieden beenden, damit es endlich Krieg gibt, ist auch keine Lösung. Ja. Ist ja, auch aber, irgendwie voll gegen die Denkvorschriften, wa? Viele wissen ja nicht, dass hinter Palästinenser auch andere, sagen wir mal, organisierte Verbrechen ihren Beitrag dazu leisten. Ne? Viele wissen das nicht und sagen dann, ja, Palästin, dies und das, aber es ist so schwierig, dieses Thema, ey. Oh Mann. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es hat jetzt eh schon angefangen, das Ganze eh nicht mehr stoppen und das war's eigentlich. Ne? Also es geht richtig zur Sache und ja. Judäa, du sagst es ja. Susi, ja, es gab nie Frieden, ja, das stimmt, aber dieser Ausmaß jetzt, wir reden ja über jetzt. Das ist jetzt ein ganz anderes Level als jetzt vor 2-3 Jahren, wo sie sich mal ab und zu mal so geschossen haben und ein bisschen auf der Straße so. Ne? Also ich rede jetzt, richtiger Krieg ist jetzt ausgebrochen. Ne? Also was jetzt passieren wird. Die Leute verstehen das gerade nicht irgendwie. Schaut mal, wisst ihr, was jetzt passieren wird, ist, dass Israel jetzt alle die Hamas-Kämpfer haben will. Ja, die wollen das jetzt ausrotten. Ja. Und das bedeutet letztendlich, sie müssen überall rein. Anders geht's ja nicht. Ne? Ja, wie oft wurde Israel auf ihre illegale Besatzung angesprochen? Die sind nicht illegal da. Moment, man muss schon unterscheiden. Die müssen sich doch jetzt verteidigen. Also was wollen jetzt? Die müssen sich jetzt verteidigen. Also verstehe das jetzt nicht. Ist ja klar, logisch. Ich glaube, es geht um den Siedlungsbau da jetzt. Ne? Also der Siedlungsbau ist natürlich illegal. Ne? Okay. Also die besetzen illegal Gebiete, schreibt der Jackie Brown. Ja, das stimmt auch. Das ist schon richtig. Also eigentlich, das sind eigentlich Gebiete, die nach einer es gibt Gebiete, die eigentlich nach einer Friedenslösung, Zwei-Staaten-Lösung eigentlich schon Palästina zugesprochen worden sind. Dieser Vertrag, diese Zwei-Staaten-Lösung ist aber offiziell nie gekommen. Und umso mehr Siedlungen Israel da baut, umso unwahrscheinlicher wird, dass diese alte Lösung jemals in Realität umgesetzt werden kann. Ja? Also das ist schon ein Problem, dass da diese Siedler letztendlich da dieses Land besetzen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie 700 Unschuldige tötest. Ne? Das eine ist Häuser bauen, das andere ist Unschuldige töten. Das kannst du nicht auf einen. Du hast recht, stellen. Jackie. Also man kann natürlich keine Menschen aus ihren Häusern wehren. Ja, komm, bringen wir sie einfach alle um. Hast recht, bringen wir sie jetzt alle um. Das ist gerechtfertigt. Hast du vollkommen recht. Wieso hinterfragen wir das überhaupt? Machen wir das so. Gern geschehen. Wenn ich dich damit glücklich machen kann, in deiner selbstgerechten Haltung, gern geschehen. Leute, ich werde euch jetzt erpressen, bis wir die 30.000 Likes haben und dann schalte ich die Kommentare wieder ein. Ich erpresse euch jetzt. Wir müssen tippen und liken gemeinsam, Leute. Das ist sehr gut, dass er das gemacht hat. Ich habe schon ein bisschen Augenschmerzen davon bekommen. Jetzt wird langweilig, ja? Ich dachte, vielleicht ist da jemand dabei, der was Gutes schreibt. Ja, das ist gut. Gutes. Dankeschön. Da waren ein paar gute, die auch relativ, auch wirklich vernünftige Sachen geschrieben haben. Aber diese Dinge, die da so gerecht, wie kann man sowas rechtfertigen? Gräueltaten rechtfertigen? Verbrechen mit Verbrechen rechtfertigen? Das ist ja absolut gegensätzlich auch. Ja. Also schön wäre es natürlich,
Keine Ahnung, Mann. Es ist so ein schwieriges Thema. Ja, wir können uns vieles wünschen, wa? Das ist das Problem. Wir wissen ganz genau, worauf das hinausläuft. Das ja, na klar. Ding. Das wird nicht schön werden. Also ich habe das vorhin schon mal, wo ich bei Muslimen im Stream war, gesagt. Diesen Konflikt wirklich zu besprechen, wer Schuld hat, wie, warum, wie das entstanden ist, das ist nichts für eine TikTok-Diskussion. Das ist etwas, was man historisch mit Fachleuten aufarbeiten muss. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es auch egal. Ja, mit dem gleichen Argument könnten die Deutschen jetzt Polen überfallen, weil Teile davon mal zu Deutschland gehört haben und so weiter. Mhm. Es bringt halt nichts. Ja. So, ja. Jeder hatte mal irgendwann ein anderes Stück Land, wo er sagen kann, das gehörte mal mir. Wenn man so denkt, dann wird es nur Krieg auf der Welt geben. Ja, das stimmt. Es ist schon auch irgendwie so ein Phänomen, dass es immer bestimmte Strömungen hat. Da müssen die Römer auch Konstantinopel zurückerobern. Wenn man so denkt. Die Kreuzzüge so rückwärts gemacht, oder wie? Ja, also klar. Ich würde sagen, a never ending story. Das wird kein Spaß, Mann. Alter. Ja. Never ending story. Das wird so ein Massaker geben. Das wird eine Spermatozoid wird's geben. Ich sag's euch. TikTok sportlich. Das wird nicht cool. Ja, ich hoffe auch die ganze Zeit, dass irgendwie vielleicht, dass sie sprechen miteinander, ne? Dass die Hamas vielleicht. Ich gucke auch die ganze Zeit deswegen diese Nachrichten, ob da vielleicht nicht doch was Besseres kommt, genau, aber ich glaube nicht. Also, wir müssen da realistisch sein auch. Gut wäre, wenn sagen wir mal, die in Kontakt treten würden und einfach sprechen würden und da irgendwie eine Lösung finden, dass das nicht komplett ausbricht, aber. Ich befürchte und ich sage, das wird ein Massaker. Auch wenn ich es mir nicht wünsche. Ich wünsche es mir natürlich, dass es nicht passiert, aber Leute. Ja, das ist ja auch hoch emotionalisiert, ne? Es gibt ja auch schon so Berichte, dass irgendwelche Deutsche und Amerikaner gegeißelt wurden, Kinder vergewaltigt und so weiter. Die fordern doch die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in Israel, die in Gefängnissen sitzen, nicht verschleppt wurden, sondern in Gefängnissen sitzen wegen irgendwelchen Sachen, wollen die raus haben und dafür haben sie erstmal ein paar Israelis mitgenommen. Und ihr wisst ja ganz genau, wie das abläuft. Das ist ja jetzt nicht, dass die damit einen Blumenstrauß empfangen werden, ne? Ja, nicht, die haben nicht nur Israelis. Das wird sehr heftig. Ja, also, und wenn diese Bilder in die Welt kommen, dann gibt es kein Halten mehr. Das ist das Problem. Weil das sind halt nur mal Terroristen, ne? Das sind Leute, die wollen erpressen, das ist ja das Ding, ne? Das ist ja nicht irgendwie so wie jetzt Ukraine, Russland oder so, ne? Da werden richtig üble Bilder noch auftauchen. Oh je. Ja, das ist nicht mehr so wie früher. Jetzt hat ja jeder eine Kamera. Also gibt es auch mehr Bildmaterial. Ne? Und heute habe ich auch eine heftige Sache gesehen. Ich glaube, Daniel war auch dabei, wa? Ja, ja. Das war auch heftig. Er ist online gegangen und hat so ein Enthauptungsvideo gezeigt in irgendeinem Stream. Echt? Ja, ich habe meine Hand auf das Handy gelegt. Ich wollte es nicht sehen, ja. Wer hat wen enthauptet? Nein, bei Stay Real ist irgendein, naja, ich vermute mal, irgendein radikaler Muslim rein und hat so ein Enthauptungsvideo abgespielt. Okay. Man sehen konnte. Krass. Und wer wurde enthauptet? Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt, aber es war sehr wahrscheinlich ein Christ oder ein Amerikaner. Irgendein Typ halt, ne? Vielleicht ein ehrenamtlicher Arzt. Also ich bin ganz ehrlich, Leute, die Menschen enthaupten, das sind Menschen, die werden niemals, also meine Vermutung, ja, also wenn es aus vollen reinen Herzen kommt, ja, dass man jemand so brutal, sagen wir mal, enthauptet, ich bin ganz ehrlich, das sind Menschen, die werden niemals, niemals, ich will es lieber nicht aussprechen, egal. Naja, die sind halt indoktriniert, ne? Die sind mit Hass indoktriniert, solche Leute. Du kannst nur einen anderen Menschen als Tier, als abfällig betrachten, sonst schaffst du es gar nicht, einen Menschen so zu töten, das geht gar nicht. Mhm. Selbst, die Nazis,
Guck mal, selbst den Deutschen musste man einreden, dass die Juden wie Tiere sind, damit sie sich so passen können. Lange. Du musst Na, man musste richtig auf die Einfluss nehmen, ne? Sonst geht das gar nicht. Das ist schwierig, ne? Vielleicht für einen Serienkiller machbar. Entmenschlichung. Hat Hamas ja, gestern behauptet? Wie bitte? Hamas hat gestern enthauptet, stimmt das? Da bin ich jetzt gerade. Schreibt gerade der Bruder Amo, dass gestern Hamas enthauptet hat. Wow, das stimmt also wirklich. Wo sieht man solche Videos? Das ist doch krass. Ey. Ja, ja, ihr wisst doch, von welcher Bewegung das auch kommt. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, das wird ein Massaker geben. Also, lies mal die Bewegung auch von, wo das Ganze so hergeströmt ist und wer da alles mitwirkt. Das kam in den Nachrichten sogar. Das kam sogar in den Nachrichten. Ja, Leute, dann sage ich euch eine Sache, Israel wird sich nicht zurückhalten. Boah. Zu spät. Was für ein Hass muss man auf diese Menschen haben? Wie hasserfüllt muss man sein, ja? Und dann sagt man, die sind total hasserfüllt. Ja, wer schneidet denn ihr Köpfe ab? Leute, das ist unfassbar, ey. Also wenn wirklich Köpfe boah, das wird böse. Das wird ein Massaker auf einem hohen Level geben, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, stellt euch mal vor, jetzt mal eine kleine Sache, stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause, ja, und ihr kriegt ein Video, ja, wie, sagen wir mal, dein Cousin oder irgendjemand, der wird eiskalt, zack, der andere, zack, der andere, zack, der andere, zack. Überleg mal, mit was eine Wut du in dir trägst, wo du sagst, okay, weißt du was, ich muss sie alle auslöschen. Und glaubt mir, Leute, die werden sich nicht zurückhalten. Alter! Also, ich kann es verstehen, Angriff, Menschen sterben, okay, aber wenn man Videos bekommt, enthauptet, zack, der andere auch kommt, zack, der, das ist viel, viel schlimmer, als wie wenn ein Auto in die Luft oder was auch immer. Boah. Ja, guck mal, ihr müsst mal überlegen, was passiert denn, wenn es so richtig Krieg da gibt in dieser Region? Dann wird es weitere Flüchtlingsströme geben, richtig? So, ja, aber Russland, pass auf, Russland hat gerade zumindest unterschwellig zum Gegner die Amerikaner und die USA in Bezug auf die Waffenlieferung und Unterstützung der Ukraine. Russland verurteilt den Angriff nicht. Die Republik, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Iran, die Republik Iran liefert Waffen an Russland. Merkt ihr nicht, dass das alles zusammenhängt? Da müsst ihr einfach mal drüber nachdenken. Wer unterstützt da wen, wer verurteilt was? Das passt doch jetzt super ins Bild, dass jetzt ein weiterer Konflikt entsteht, vielleicht weitere Flüchtlingsströme ausgeübt werden, dass stärkerer Druck auf Europa entsteht. Das ist doch alles kein Zufall, dass das jetzt alles auf einmal passiert. Guck mal, da schreibt jetzt der eine Flexer Brainier, ist das dein Ernst, weil ich gesagt habe, ja, dann kommen noch mehr Flüchtlingsströme. Leute, es kommen, man weiß nie, es kann auch sein, es kommen Mörder ins Land rein. Versteht ihr? Es kann auch sein, es kommen bestimmte Organisationen bei uns rein und wir wissen das nicht. Deutschland ist ein friedliches Land. Das kann man nicht mehr kontrollieren heutzutage, ne? Das kann man heutzutage gar nicht mehr kontrollieren. Also muss man da schauen, dass da eine Grenze kommt. Sonst, keine Ahnung, nicht, dass wir hier leben und dann kriegen wir noch Probleme. Das geht nicht, Mann. Also, Leute, das dürft ihr nicht falsch verstehen, aber man muss wirklich die Leute überprüfen, wer reinkommt. Man kann nicht einfach so die Leute reinlassen. Ja, sag das mal der Politik, ja. Ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Und du glaubst es direkt. Ja, aber das mit den Enthauptungen, warum sollte die Community mich anlügen? Also zumindest meine Community, warum sollten die mich anlügen? Wer weiß, was da alles passiert, wir wissen das gar nicht. Da passieren sind ja auch schlimmere Sachen. Umjubelt sind sie ja
da noch schön vor die Kamera gestolziert und das passt schon irgendwie alles. Ich meine, wer freut sich denn gerade, ein paar Menschen getötet zu haben? Wer macht denn sowas? Ja. Wie krank, wie kalt muss man sein? Das ist echt kaltherzig. Also wir hatten vorhin jubeln. Ja, Leute, guckt mal, ihr dürft es ja nicht, ihr müsst ja verstehen, hier kam einer rein, der hat sich gefreut, dass 700 Israeliten gestorben sind, ja, und hat gesagt, 700 sind jetzt in die Hölle. Leute, wie kann man sich freuen, dass 700 Menschen gestorben sind? Wie ekelhaft muss man sein, dass man sich freut, dass 700 Menschen gestorben sind? Wie kann man sich dabei freuen? Ja, Susi, aber das ist ja beidseitig, ne? Also dieser Konflikt läuft ja seit Jahren so. Die töten sich ja gegenseitig, ne? Also wir reden ja über jetzt ist der Angriff kam ja von den. Schreibt der Tarek. Der Tarek Libanon schreibt jetzt hoffentlich 10.000. Wie kann man sich aber freuen, dass Menschen sterben? Oder hey. sind 500 Palästinenser gestorben heute, kann sein, ne? Aber wie viel sind wieder von Israel Seite gestorben? Von beiden Seiten. Oh Mann, wie kann man sich freuen, dass Menschen sterben? Wir wünschen, dass niemand stirbt und Leute freuen sich, dass Menschen sterben. Hä? Bruder, ich lese gerade, ein Hamas-Funktionär im Westjordanien, Jordanland, rief die Palästinenser ebenso auf, zu den Waffen zu greifen. Das ist ein Amoklauf gegen sich selbst. Ja, aber guck mal, wisst ihr, was mich am meisten schockiert? Dass die Leute sich freuen, dass noch mehr Menschen sterben. Da kommt der eine, Tarek schreibt rein, hoffentlich sterben 10.000. Auch die Terrorgruppe palästinensischer, islamischer, hat das jemand geschrieben? Dschihad ist an dem Angriff beteiligt. Der hat eiskalt geschrieben, hoffentlich sterben noch weitere 10.000. Der israelische Verteidigungsminister sagte im Fernsehen, die Hamas habe heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen. Ja, also gut, an jedem Ort, geht doch nicht den Feind kämpfen. Ich lese hier aus den Nachrichten nur. Ja, aber reagier doch nicht auf so einen Idioten da unten. Das ist ja, nein, gar nicht. Nein, ich lese nicht auf die. Ich lese nicht von denen. Nein, ich meine Flex. Ach ja, so, aber ach so, sorry. Guck mal, Debatten-TV, guck mal. Das Ding ist, wir wollen ja, dass da kein Krieg herrscht. Ja, wir wollen ja, dass alle in Frieden leben sollen. Sollen sie alle in Frieden leben? Aber stell dir mal vor, einer kommt hier rein, der freut sich eiskalt. Und sagt, sollen weitere 10.000 sterben. Soll ich ganz ehrlich sein, an diese Person, ja, sollen weitere 10.000 sterben. Ich sag dir eine Sache, sehr gut, ja, dass du dich freust, dass 10.000 weitere sterben. Soll dich Gott mit so viel belohnen, was du da geschrieben hast. Wow, sehr gut. Top. Das zeigt doch den Charakter von den Menschen. Das, ja, das eben. Sagt alles über den. Sehr gut. Zeigt den Charakter. Sehr gut. Mit so solchen Menschen will man nichts zu tun haben, ey. Das ist unglaublich, Alter. Das ist unglaublich. Alter. Ja, aber mit solchen Leuten musst du immer rechnen. Gibt's immer welche. Komm rein und schreiben sowas. Mittlerweile, ich bin ganz ehrlich, Leute, mittlerweile, ich habe so viele Menschen, ja, aus meinem Leben gelöscht. Ich habe wirklich nur stabile Leute, ja, in meinem Freundeskreis, ja. Die wirklich was im Kopf haben. So, es gibt so viele Menschen, die habe ich aus meinem Leben komplett gelöscht. So TikTok sportlich, weil sie einfach nur dumm sind. Oh Mann. Oh Mann. Das ist krass. Wie, dass man so verblödet ist, ey. Das ist so krass, Mann. Wie kann man sich freuen, dass da Krieg ist? Ja, ekelhaft. Und so, und dieses Kommentar von dieser Susi, die labert so ein Bullshit, ey. Die tue ich mal direkt blocken und Warte, ich wollte mal lesen, was ich. Ihr habt es schon gelöscht, ihr habt die blockiert und gelöscht, weg mit die Person. Ich mach da gar nicht mal so lang rum. Also sobald ich irgendwas lese, was total dumm ist, gleich blocken, löschen, ciao, fertig.
Also, da mache ich gar nicht mal. Mohammed, Mohammed, warte, ich habe einen Kommentar. Wir wollen keinen Krieg, aber warum verurteilt ihr zu Unrecht? Keiner verurteilt. Guck mal, niemand von uns vier, also, hat irgendjemanden verurteilt, Palästina oder sonst. Ja. Das Problem ist, Mohammed, einfach nur, die haben jetzt angegriffen und 700 Leute sind gestorben. So. Die verteidigen sich jetzt und wir reden darüber, dass die jetzt ein Massaker starten werden. So. Und wir stehen dazu Ja. nicht. Keiner von uns steht dazu. Verstehst du, Mohammed? So. Und ja. Ich meine, nur Es geht damit man jetzt zu Hause. darum halt, dass die Palästina auf die Straße gehen und Gleich das tun die, feiern. gleich tun die. Verstehst du? Es geht mir darum. Ihr feiert das. Die Leute gehen auf die Straße, die gehen, keine Ahnung, und die feiern die Hamas. Sterben doch, guck mal, denen ist es doch scheißegal. Das sind doch eure Frauen und eure Kinder, die sterben. Verstehst du, was Richtig, ich ja, meine? das ist das So. Problem. Ja, was soll ich sagen dazu? Das ist, keine Ahnung. Ich meine, es ist auch ein bisschen traurig, dass man so zu Hause sitzt und denkt, damit man nur ein schönes Gefühl im Bauch hat, ah, endlich wird mal mein innerer Feind angegriffen. Damit man dieses schöne Gefühl im Bauch hat, müssen dann ein paar hundert Menschen sterben. Das ist doch Genau echt so ist scheiße, Mann. es. Ja, schade, Mann. Schade, Mann. Alter, das ist ein sinnloser Krieg. Ich hoffe, Libanon hält sich zurück. Ich hoffe, Libanon wird sich zurückhalten und sagen wir mal, dass es in den Frieden geht. Und ich hoffe, dass alle Familien verschont bleiben. Ja, und ich hoffe, Israel hält sich zurück. Ja, das Free Palestine, ja, Palästin soll leben, ja, das hoffen wir wirklich von ganzem Herzen. Aber dass die Leute dann hier reinschreiben, ja, es ist gut, sollen doch die Israeliten noch weitere 10.000 sterben und so. Leute, das zeigt euer Charakter, wer ihr wirklich seid. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ist nicht gesund. Ja, im Libanon ist ja dieser schiitische Hisbollah, ne? Das Ja. sind ja auch so, da kann man ja auch nur Terroristen nennen. Ja. Naja, im Moment, jetzt lassen wir mal den Toni hoch. Gottesreichen Segen, Toni. Gottesreichen Segen. Gott, hallo. grüß euch. Ja. Da wisst ihr, wo die Action fängt, das ist jetzt nicht mal der Anfang. Die Action fängt an, wenn diese Kuppel verschwindet. Dann gibt es Action. Weil da sagt ja die Bibel, dass sie dort den dritten Tempel bauen werden. Und dann geht die Post ab. Das ist noch gar nichts gehört. Das ist nur Kriegsgerüchte. Hört ihr mich? Hört ihr Aber mich, Leute? Könnt ihr mich noch hören? wir Dann hören dich. Daumen hoch. Ich Ja. habe das Gefühl, dass man mich jetzt nicht mehr hört. Man hört dich. Wenn Man hört der dich. dritte Tempel kommt, Leute, dann ist es gefährlich. Wie warum? Weil dann sind wir am Arsch. Dann kommt wird der Antichrist in dem dritten Tempel kommen. Und dann geht es allen dreckig. Weil wenn der Antichrist kommt, dann macht er auch einen auf den falschen Gott und wird alle verführen. Und das ist halt, und das muss jetzt noch passieren. Dass diese Kuppel verschwindet. Nicht, weil die Muslime es wollen oder nicht. Die haben dann nichts zu melden. Wenn Gott was sagt, dann ist es ja und Amen. Das haben wir ja gesehen. Das Ja. Beispiel Jahrtausende davor heißt es, dass der Herr durch das Osttor durchgeht. Und wie ist Jesus gegangen? Durch welchen Tor ist Jesus gegangen? In dem Tempel? Genau durch diesen Tor. Und er wird von den Feinden umringt. Dieser Tor, Ich habe dieser nur Osttor. Todi, also Und ja. Entschuldigung, nein, mach erzähl ruhig weiter. Guck mal, zum Beispiel hat Ich ja kenne mich jetzt jetzt nicht jemand so. geschrieben, ganz kurz, Toni, und zwar hat jetzt Ja. auch jemand geschrieben, gerade in Pakistan und anderen islamischen Ländern werden Christen jeden Tag massakriert. Ja, wir wissen es. Wir wissen es. Aber Darüber berichtet auch keiner. Darüber berichtet auch keiner. darüber berichten auch nicht viele, ja. Und viele sagen auch nicht, oh, free Christian people, sagt auch keiner. Ja, Hat eigentlich Österreich was mit der Sache zu tun? Nee, oder? Mit der Israel-Sache hat Österreich doch gar nichts zu tun eigentlich, oder? Weil die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich rief in einer Aussendung zum Ende der Gewaltverherrlichung auf Österreichs Straßen auf. Sie nahmen damit offenkundig Bezug auf Pro, dies, das.
Da schreibt einer, passiert. Eiskalt. Ich sage, in anderen Ländern werden Christen enthauptet und getötet. Ja, sagt er, passiert. Der schreibt, eiskalt passiert. Alter. Merkst, Bruder, aus dem Grund kann ich, Bruder, Flex, aus dem Grund kann ich die Muslime nicht ernst nehmen, Bruder. Ich kann, weil die sind so... wir nehmen ihn nicht als Maßstab dafür. Den können wir doch nicht als Maßstab nehmen. Nein, nein. Sowas. Aber schau, das ist doch eine Schande. Das Problem ist, diese Leute, lieber lassen sie sich von einem Esel von hinten nehmen, als von einem Juden. Sie hassen es, von Juden regiert zu werden. Und das passt ihnen nicht. Satan hasste schon immer Isaac. Weißt du, Satan ist schon immer gegen den Samen Isaacs. Satan wollte schon immer den Samen Isaacs zerstören. Und das war schon von Anfang an, von Eva. Da hat schon Gott gesagt, er wird dir auf den Kopf treten. Und bis heute gibt Satan keine Ruhe mit seinen Dämonen. Ich finde einfach, wir müssen alle gemeinsam zusammenhalten und schauen, dass dieser Scheiß da aufhört, Mann. Ey. Das ist. Nur hier noch diese Probleme. Warum hat Polen, haben die anderen Länder keinen Stress mit Israel? Weil sie christlich sind. Wenn Palästina christlich wird, haben die auch keine Probleme mehr. Fertig. Dann gibt es keinen Stress mehr. Naja, alle das Länder, ist genauso wahrscheinlich. Alle Länder wie das... haben kein Problem mit Israel. Alle Länder, was diese anderen Länder? Oder warum hat Philippinen keinen Stress? Warum hat Malediven keinen Stress mit nur diese islamischen Länder haben Stress? Weil das von Satan ist. Aber tatsächlich, was du jetzt gerade erwähnt hast, guck mal, Debatten-TV, das ist mir auch gerade aufgefallen, komischerweise haben nur die islamischen Länder ein Problem. Ja, ich habe das ja vorhin schon versucht zu erklären, dass die meisten islamischen Länder halten die Füße still und haben Friedensverträge mit Israel. Ich glaube, das ist aus einer religiösen Brille gesehene Sicht. Guck dir einfach die Realität an. Wer jetzt unterstützt. Natürlich, das sieht man doch, ich rede ohne Wissen. Wie sagst du, ich rede ohne Wissen? Das sehen wir doch mit unseren Augen. Sag mal bitte, wer hat was gegen Israel? Rumänien, Polen, ich kenne kein Land, der was gegen Israel hat. Nur dreckige islamische Länder haben Probleme mit Israel. Na, Toni. Nicht Toni. Das ist nicht fair, ja. Toni, ganz wichtig, in meinem Stream, du weißt ja, wie respektvoll ich bin. Die regen mich auf, warte, dreckig Toni, drehen. Das sind keine dreckigen Länder. Toni. Wer hat denn dreckig geredet? Toni, Bruderherz, Toni. Wir beleidigen keine Muslime, wir beleidigen sie nicht, weil das ist nicht richtig. Wirklich, das ist echt nicht richtig. Und auch kein Schubladendenken, weil die sind auch traurig mit der Situation, vor allem die da leben. Ja, ich bin fleischlich geworden, weil die so behindert denken. Entschuldigung, Bruder, das ist meine fleischliche Art. Toni, und das Problem ist, wir wollen nicht so reden wie die Leute, die sagen, ja, sollen 700 weitere sterben, sollen 10.000 weitere... Ich will nicht wie die sein, das wünsche ich nicht. Okay. Aber deswegen, ich reg mich nur auf, wie die reden, Bruder. Und das, guck mal, wie einseitig die reden. Sie denken nur, warum reden sie so? Das implementiert doch, sie stellen sich doch über die anderen Menschen. Sie wollen damit sagen, ihre Menschen sind besser wie unsere. Das sagt nur. Wenn sie nur über die eine Seite reden, dann heißt es doch, wir sind besser wie ihr. Ihr seid nicht besser. Da schreibt einer, Gott wird Israel bestrafen und alle anderen, die mithelfen. Ja, okay. Ja, ist Israel ein Mensch oder was? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Hey, aber also, Toni, dein heiliger Geist hat dich, dein heiliger Geist hat dich verlassen. Entschuldigung. Ja, Leute, ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch nicht heilig, Alter. Ich bin auch nicht mal perfekt. Und ich habe auch so meine menschlichen Seiten. Ja. Ja, ich wollte ja nur sagen, dass, also das stimmt schon, dass viele arabischstämmige Menschen und dass die eine Feindschaft innerlich mit Israelis pflegen. Aber rein politisch betrachtet muss man schon sagen, dass es zum Beispiel einen Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel schon seit Jahrzehnten gibt und so weiter. Es ist nicht so, dass alle arabischen Länder jetzt darauf warten, Krieg mit Israel zu machen. Das werdet ihr aber sehen. Wartet mal ab jetzt, die nächsten paar Wochen, werdet ihr sehen. Ja, wie gesagt, also diese reiche Bereiche von Arabien, wie gesagt, haben wir schon gequatscht, die sind nicht dumm genug, weil die sind schlau
seine Geschäfte zu machen und die lassen sich nicht wegen der Hamas jetzt ihre Geschäfte kaputt machen. Ja, na klar. Ja, ist ja vernünftiger, Geschäfte miteinander zu machen, als sich umzubringen. Also, Leute, wir haben 94 Leute da und guck mal, wie viele Likes wir haben. Leute, ganz schlechte Leistung. Wir müssen jetzt die 50.000 erreichen, die stummen Kommentare jetzt. Ich muss euch jetzt abbrechen. Gib mal ein bisschen mehr Zucken. Ah, und was ich gerade sagen wollte, Bruder. Jungs, die Hamas, ihr müsst auch aufpassen. Die machen auch diese Fake, kann auch sein, dass sie Fake-Videos machen, Fake-Bilder. Damit sie Angst schüren, damit sie übertreiben einfach. Beispiel, wir gehen fischen und wir haben so kleine Fische gefangen, aber was erzählen wir den anderen? Oh, wir haben so einen Hai gefangen. Und genau das macht die Hamas. Sie übertreiben ihre Lage. Und man muss auch bei Videos auch aufpassen. Das kann gestellt sein. Das sind auch Beispiele, habe ich auf TikTok, auf Instagram gesehen. Da postet auch sein Bruder. Aber das kann man nie vorher wissen, egal welches Land oder wer da gerade agiert, das weiß man nie wirklich. Das kann nicht mal alles stimmen, dass die Köpfe so viel Macht, Beispiel, so viel Möglichkeit haben sie jetzt auch nicht. So, die machen auch faule Tricks, die tricksen auch und die schneiden auch und bearbeiten auch. Nicht mal ja, so, gut, aber was machen alle. Was hat das für einen Wert, um Angst zu schüren, indem man Videos macht, wie man einen hier zack macht? Weißt du, ja, was das ich meine? Sie wollen einschüchtern. Sie wollen psychologische Kriegsführung, meint er. Genau, ja, genau. Sie wollen doch, Leute ist doch, einschüchtern. Ist doch blöd. Das ist doch blöd, weil somit triggerst du die andere Seite und die andere Seite macht dann richtig Vollgas und sagt, ja, du bist Feuer aus. Genau. Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung. Natürlich. Also wir brauchen auch jetzt nicht drüber zu diskutieren. Niemals werden die Palästinenser Israel ins Meer treiben. Das ist sowas von abwegig. Also macht gar keinen Sinn. Null. Ja, alleine der Gedanke. Ja, was meinst du, was die Amerikaner machen? selbst wenn die so stark wären, was Quatsch ist. Aber also Israel braucht nicht mal Amerika. Keiner zulassen. Israel braucht niemand. Die schaffen es auch alleine. Ja, ja, erstens, sie schaffen es alleine, zweitens, die Europäer würden es nicht zulassen, die Amerikaner würden es nicht zulassen, also es ist absolut ausgeschlossen. Ja, die haben vergessen, dass sie auch nicht alleine sind. Ja. Oh Mann, ey, das ist so ein unendlich, das ist so eine Lab, oh, das ist schlimm. Aber es muss so kommen, Leute, das kann man nicht aufhalten. Guck mal, diese Hamas, diese ganze, die erfüllen die Bibel unbewusst, sie wissen meinst? Gar nicht. Du meinst sie wissen gar nicht, dass sie die Bibel da erfüllen. Das gehört dazu. Du meinst die Prophezeiungen, richtig? Ja, ja. Ja gut, das passiert ja gar nicht automatisch. Das passiert ja alles automatisch. Da muss man gar nicht wirklich drüber nachdenken. Es passiert ja alles von alleine. Ja, und das sehen wir auch in der Bibel, dass der dritte Tempel kommen wird. Und der dritte Tempel wird da sein, wo die Al-Aqsa-Moschee ist. Und da kann sonst irgendwer was machen. Das wird so passieren, Leute. Dass der dritte Tempel da kommen wird. Und da muss die Al-Aqsa-Moschee weg. Weil das ist dieser Ort, wo Abraham Isaac geopfert hat. Und darauf wollen sie diese dritte Tempel bauen. Ja, und selbst wenn sie es machen, was soll dann passieren? Ja, dann geht es weiter. Dann erfüllt sich halt die Offenbarung. Ich weiß nicht, ob wir schon in der Offenbarung sind jetzt. Ob wir noch davor sind. Oder schon im ersten Kapitel, weiß ich jetzt nicht genau. Weil die Offenbarung, kleine Mädchen haben es auch geklaut. Gefährlich. Im Fokus seien Frauen und Mädchen zu sein. Unter den Entführten ist wohl auch eine Deutsche. Ja, ein Deutscher haben sie auch entführt, ja, ich weiß. Eine junge Deutsche. Aber das hat ja, das fällt ja nicht ins Gewicht. Also das ist ja. Egal von wo ein Mensch herkommt, das sollte ja keinem Menschen passieren. Bruder, hast du, Jungs, ich habe keinen Laptop da. Bitte, könnt ihr kurz darauf eingehen, auf den dritten Tempel. Und da stehen so ein paar Informationen, aber ich weiß jetzt nicht alles auswendig. Ich will nichts von mir sagen, aber ich weiß nur, dass der dritte Tempel der Antichrist kommt. Wer hat die deutsche Frau festgenommen und sagen wir mal... Entführt, die Hamas. Echt jetzt? Ja, na klar. Frauen und Mädchen. Die wurde auch sehr wahrscheinlich geschändet, weiß man nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall haben sie die verschleppt.
Ja. Zu den Zivilisten und Soldaten besonders im Fokus sein, Frauen und Mädchen zu sein. Das heißt also, die Frau wurde dann quasi vergewaltigt, Ja, geschlagen. Das ist weiß man nur nicht so genau. Spekulation. Das weiß man nicht Das ist so nur genau. Aber es Spekulation, ja. wurden auch drei US-Bürger wurden auch verschleppt. Also kannst du dir vorstellen, wer alles zu den Leuten gehört, mit denen die dann Über die anderen 100 Staaten Menschen. erpressen. Und du weißt ja auch die Devise der Leute, Amerikaner und der Israelis. ich sag euch ganz ehrlich, Leute, Entschuldigung, Debatten-TV, wenn ich dich unterbreche, wirklich tut mir mega leid, aber wenn das alles wirklich übereinstimmt, was hier gesprochen wird, dann sehe ich keine Möglichkeit, dass Israel sich zurückhält. Auf keinen Fall. Jetzt Debatten-TV, sorry, kannst reden. Ja, ich wollte dem Prinzip ja recht geben. Also es sind auch drei US-Bürger verschleppt worden und letztendlich ist das die maximale Provokation, was da gemacht wurde, ne? Auch die Zivilbevölkerung verschleppt, Frauen, Ausländer, US-Bürger, Deutsche. Also das ist jetzt so richtig, ich sag's jetzt mal, TikTok-sportlich reingeschissen, ja? Also volle Provokation. Und wer leidet am Ende darunter? Die Leute, für die man sich angeblich einsetzt. Das ist also wirklich paradox. Also sehr, sehr dumm, einfach nur. Ja, ich Das finde es ist sehr echt dumm. dumm. Vor allem so ein mächtigen Staat anzugreifen, die sowieso militärisch überlegen sind, das finde ich ist Aber schon. in allen Bereichen, Bruder, das ist das, in allen Bereichen ist Israel, weiß es, Ich weiß. fortgeschritten. In allen Bereichen, sei es Geld, Macht, Waffen, Ich habe ja damals von einem. Intelligenz. Ich habe ja damals, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt, was ich euch erzählt habe vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen. Ich hatte ja damals ein Angebot bekommen von, kennt ihr das? Das sind so Leute, die ziehen Stadt zu Stadt, Land zu Land und die suchen sich Söldner. Kennt ihr das? Ich Ja, weiß nicht. also ich aus den Filmen kenne ich das meistens. Aus den Filmen kenne ich das. Wie heißen die denn? Wie heißen die denn? Da gibt's Warlords. Warlords. ja, ein bisschen krasser wie Warlords. Also das sind so, wie so Identitätslose sind es so. Söldner. Oder Ne? Söldner, ja, lass es mal Söldner sein. Ja, und ich Legionäre, sag, ja. ja, genau, und ich kann euch eine Sache sagen. Spionage, Israel, ganz weit oben. Ganz, ganz weit oben. Technik, ganz, ganz weit oben. Ja. Hits, Spezialeinheit, Wissen. Killer, Leute, das sind richtig, die sind, sorry, wenn ich das sagen muss, Nummer eins, die sind Motherfucker, Nummer eins, sorry, TikTok-Sportler, Nummer Ja. Aber was schon ein bisschen komisch ist, dass die Israelis das nicht vorher wussten, ne? eins. Das Ja. gibt mir schon ein bisschen zu Bruder, denken jetzt, ne? ihr müsst überlegen, Bruder, guck mal, die Israeliten haben auch viel Hass erlebt. Und die haben geschworen, wie gesagt, die lassen sich nicht mehr gefallen, Bruder. Die haben auch so viel genau. Wut in sich. Und da, Bruder, die werden zu Saiyajin. Sie werden zu Super Saiyajin. Die werden Der Israel sagt ausrasten. Ich weiß, die werden auch richtig, weil sie lassen sich nicht mehr aus. Weißt du, die ganze geballte Hass, die geballte, wie heißt es, geballte. Hass, negative Dinge, sie nehmen das als Kraft, Energie und es wird explodieren, Alter. Sie werden explodieren. Ja, kleinen Moment, Leute, ich muss kurz jemanden stumm schalten und blocken. Kleinen Moment, der labert so einen Müll hier. Warte. Bam, und block und gelöscht und tschüss mit dir. Ciao, So. Gott. Gott hat sie ja auch gezüchtigt, den Israeliten. Der hat sie auch durch den Feind ja auch gezüchtigt. Der hat sie auch oft dazu gelassen, dass der Feind sie züchtigt und dass er sie bekämpft, dass sie lernen, dass sie wach werden. Sie sind ja vertrieben worden. Sie waren auf der ganzen Welt, Bruder. Die waren auf der ganzen Welt verteilt, die Juden. Ja. Und dann auch die Prophezeiung ist 1948 erfüllt, dass Gott sie aus allen Ländern wieder zusammengeführt hat, wieder in ihr Land geholt hat. Und wer konnte das aufhalten? Wer konnte das aufhalten? Niemand konnte das aufhalten. Und warum sollen sie jetzt ihr Land abgeben, wo Gott es dann wieder zurückgegeben hat? Warum?
Wer ist Islam oder dieser Philister? Ist interessiert. Der hat schon mal geschlagen. David hat schon mal Goliath geschlagen. Und heute wird er wieder schlagen, wie damals. Man darf ja auch nicht vergessen, die Israelis haben zwar immer wieder diese Raketenangriffe von der Hamas ertragen, aber da sind nie wirklich viele Leute gestorben, nur vereinzelt. Und das ist jetzt auch ein Schock für die. Erinnert euch mal daran, wie die Amerikaner reagiert haben, als sie das erste Mal auf eigenem Boden hohe Opferzahlen hatten. Da haben die auch nicht lange nachgedacht. Ne? Und du darfst auch nicht vergessen, das sind 700 Tote. Da gibt es aber tausende Verletzte. Ne? Du darfst ja auch noch Toten nehmen. Bruder, wisst ihr, was peinlich ist? Sogar der Koran sagt, dass Allah den Israeliten Israel gegeben hat. Schau mal, wie peinlich ist. Sogar der Koran sagt, dass Israel den Juden gehört. Aber du darfst auch nicht vergessen, es gibt ja viele Moslems, die lesen den Koran ja gar nicht. Die wissen nicht mal, was da drin steht. Ne? Nehmen wir doch gar nicht an, ja. Das wissen ja viele nicht, ja. Wenn du jetzt gewisse Verse, sagen wir mal, den einen oder den anderen gibst, die wissen das gar nicht. Ne? Die wissen es gar nicht. Nicht jeder hat den Koran gelesen, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber Hauptsache, jetzt können Sie auch, Junge, was bringt dir den ganzen Koran auswendig zu lernen, wenn du es nicht verstehst? Du kannst jedes Buch auswendig lernen. Wo ist da die Kunst? Was ist da deine Weisheit, wenn du was lernst? Die Studenten in der Uni lernen auch ständig Schrott auswendig. Was bringt denn das? Am Ende beschweren sie sich, ich wollte das gar nicht machen. Ich musste es einfach nur lernen, aber die haben nie was draus genommen. Hauptsache auswendig gelernt. Schreibt mir jemand, Flex, weshalb blockierst du? Hier, die Rassisten, liest du nicht, was die schreiben? Nein, ich habe jemanden geblockt, der beleidigt hat und dumme Sachen einfach schreibt. Und so solche Leute blockiere ich sofort. Ne, oder irgendwelche Drohungen oder dass man sich freut, dass Menschen sterben oder so. Das sind Menschen, die block ich sofort. Ne? Leute, wisst ihr, welche Buch auf Platz 1 hier schreibt jemand, also der Aleph, der Koran ist das meist rezitierte Buch. Ja, die Bibel ist das beste Buch, heute, was jemals verkauft worden ist, ist die Bibel. War ja auch das erste Buch, was gedruckt wurde, ne? Auch in Serien, meine ich. Genau. Das bestverkaufteste Buch überhaupt. Also. Milliarden Mal. Und der bekannteste Mensch ist Jesus. Ist Millionen Mal verkauft worden. Und gelesen. Und kritisiert. Gelesen, alles Mögliche. Der Islam ist die meist wachsende Religion. Ja, weil Kinder gebärt werden. Ja, Kinder kommen auf die. Ja. Das ist ja normal. Das hat aber nichts zu bedeuten. Ja. Nein, also es werden ja viele Kinder geboren, ja, viele Kinder werden in den Islam geboren. Und das ist ja normal dann, ne? Das ist dann eine schnell wachsende Religion. Das ist, wenn ein Scheich dann, keine Ahnung, 20 Frauen hat, dann hat er halt, keine Ahnung, hat er 50 Kinder, natürlich wächst es dann schnell, ist ja normal. Ja. So, jetzt hier, ganz kurz, jetzt gehen wir mal zurück. Hier gucken wir mal bei Debatten-TV. Israelis, 700 plus sind getötet. Gefeuerte Raketen von Gaza, Hamas, Target Struck. Wow, das ist krass. Israel injured und War with Hamas, ja. Hostages held by Hamas in Gaza. Ja, Leute, die werden sich nicht zurückhalten. Ja, danke Debatten-TV. Ja, also Israel wird sich nicht zurückhalten. Ich glaube nicht. Ja. Israel wird sich nicht zurückhalten. Never ever. It's a never ending story. Also, Ist Toni noch da oder ist Toni eingeschlafen? Ja, ich bin da, Bruder, ich bin da. Ich dachte, dein Geist hat dich verlassen gerade. Nein, Leute. Ich will auch die anderen Brüder zu Wort kommen lassen. Ja, alles gut. Ja, Bruder David, bist du noch da oder eingepennt? Ich bin immer noch da. Ich lese nebenbei was. Okay. So, nebenbei lese ich mich hier durch ein bisschen. Leute, wir müssen uns immer mit diesem Thema beschäftigen, mit dem dritten Tempel. Das ist eine wichtige Sache, was kommen wird.
Mir schreibt einer, Israel wird den Antichristen anbeten. Ja, Unrecht hat er gar, Unrecht hat er gar nicht. Das ist leider, wird leider passieren. Da wird einer, da weiß einer was von der Bibel. Aber vorhin hast du was ganz anderes geschrieben, Sonman. Naja, aber man weiß ja nicht, wie viele. Also man geht davon aus, dass sehr viele drauf reinfallen. Und ja, der Antichrist wird auch aus unseren Reihen kommen. Satan ist ja schlau, weißt du? Er ist ja schlau. Mhm. Er kommt ja nicht von außen, sondern er kommt ja von innen. Mhm. Und er wird sich als den Messias ausgeben. Ja, natürlich. Mhm. Wird auch hier ein paar Wunder tun. Aber die Bibel hat uns ja gewarnt, dass siehe da, wenn er sieht, dass Christus kommt, also glaubt nicht, dass es werden viele falsche Christus auftauchen. Ja, das auf jeden Fall. Aber an ihren Früchten werden wir sie ja erkennen. Also alles gut. Ja. Naja, solange es nicht irgendeiner ist, der Wunder tut, so lange kann das ja nicht sein. Naja. Nein, Koran ist nicht das letzte Update. Ja. Ich glaube, die Leute haben unsere Gespräche gar nicht verstanden, dass wir gar keinen Krieg wollen. Wir wollen den Frieden. Die Leute schreiben hier eiskalt, ja, wo ist denn euer Zusammenhalt? Seht ihr, Leute, das ist das, was ich meine. Die Leute sind so verblödet. Also sorry, ich muss das leider wieder erwähnen. Oh Mann, ey, das ist unglaublich, ey. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt richtig zuhören. Oh, nee. Nee, 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 Leute. Nee. Oh, Leute. Flex, du bist leider einseitig. Debatten. Nein, ihr seid einseitig die ganze Zeit, Mann. Was heißt einseitig? Ihr seid die ganze Zeit einseitig. Was redest du für Müll, Mann? Nee, also Sheikh Azad, kann mich vollkommen verstehen. Ja, er versteht genau, worauf ich hinaus möchte. Ja, mir ist aufgefallen, die fassen das alles falsch auf, obwohl wir so ausführlich reden. Ich verstehe das nicht. Ihr seid einseitig. Hä? Wir sind doch nicht einseitig. Was redet der? Ja, der hat es nicht verstanden. Der hat es nicht verstanden. Wir sind doch nicht einseitig. Hä? Und das ist das, was ich meine. Das ist, oh Mann. Ja, das ist das Problem, wenn die Leute halt einfach nur es aus ihrer Perspektive sehen wollen. Aus einer objektiven Perspektive ist es doch ganz einfach, dass da ein gegenseitiger Missgunst besteht. Also man kann doch nicht ernsthaft behaupten, die Juden wollen nur Krieg oder die Israelis wollen nur Krieg. Das ist Blödsinn. Also ich werde jetzt mal ein bisschen fleischig sein, ne? Jetzt werde ich mal einen Kommentar abgeben. Hier schreibt ein Mohammed, ihr wisst nicht, was ein palästinensisches Kind jeden Tag leidet. Du Gehirnlose, ich würde dich am liebsten richtig beleidigen, ne? Aber ich muss mich zurückhalten. Du bist richtig gehirnlos. Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass wir keinen Krieg wollen. Wir wünschen diesen Ländern nur das Beste. Du Gehirngeschick. Oh mein Gott, ich muss mich zurückhalten. Egal. Ja, Bruder, siehst du. Ich muss mich zurückhalten. Nicht einfach mit solchen Leuten, Bruder. Ich muss mich zurückhalten. So Gehirngeschissen, ey. Das ist unglaublich. Alter, bildet euch mal ein bisschen, ey. Trink doch einfach ein Glas Wasser, mein lieber Bruder. Ja, ich trinke jetzt was, weil ansonsten ich gehe durch die. Trinken. Genau. Jetzt erstmal einen kurzen. Solche Aussagen sind schon irre. Kurzen Essen? Kann man einen kurzen Essen? Einen kurzen Mann. Essen, ja. So, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt.
Meinst du den Mohammed mit der arabischen Schrift im Profilbild? Ja, jetzt einfach Gehirn geschissen. Jetzt schreibt er eigentlich zu, um zu verstehen, was da abläuft. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Mann. Fahr zur Hölle, Mann. Weg mit dir. Fahr zur Hölle, Mann. Keiner interessiert sich für dich. Fahr zur Hölle. Ja. Guck mal, wir versuchen so schön wie möglich die Situation zu erklären. Da kommt einer, du bist zu ignorant. Ja, aber du bist zu ignorant. Fahr zur Hölle, Mann. Keiner interessiert sich für dich. Fahr zur Hölle. Gute Bruder, Hölle. Wir haben ganze Zeit Islam von Palästina getrennt. Das eine Land, die Menschen, und das ist das eine, die Menschen, die leiden, die sterben. Das andere ist Islam, der einfach sich irgendwelche Länder einnimmt und wie dieser Islam ist, Bruder, wie so ein Wirt, Parasit, ein Parasit. Was machen Parasiten? Die nehmen sich irgendwas, ein Körper und übernehmen das. Und genau so ist der Islam. Hat Palästina eingenommen und behauptet, seins zu sein. Und das gehört nicht mal Palästina, Islam meine ich. Das gehört gar nicht. Was gehört Islam? Alles mit Gewalt. Guck mal, was der schreibt. Er schreibt, ihr seid unparteiisch. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wünschen hier niemals den Krieg. Wir wollen nur das Schöne für diesen Ländern. Ihr seid unparteiisch. Ja, ihr seid einseitig. Ihr seid so gehirn. Ihr läuft durch die Gegend. Bruder, mit unparteiisch meint er, dass wir unbefangen sind, dass wir nicht uns auf eine Seite stellen. Das sagt er eigentlich. Mit unparteiisch. Warum rede ich Dünnschiss? Weil ich recht habe. Palästina ist nicht Islam. Euch gehört gar nichts, Alter. Gott gehört. Alles gehört Gott. Euch gehört gar nichts, Alter. Wenn Gott sagt, das gehört denen, dann gehört es denen. Könnt ihr nichts machen, Alter. Und ja, vor allem eine Sache muss ich erwähnen. Erstens, wir leben in Deutschland. Zweitens, wir können unsere Meinung hier teilen, wie wir wollen. Drittens, wir sind in Arabien. Merkt euch das, Mann. Ihr Gehirn Mann, ey. Alter, ich muss mich echt zusammenreißen. Mach den Eiweiß-Shake. Sind Sie nicht in Arabien, Mann? Also, wirklich. Ja, ich bin übrigens auch kein besonderer Freund davon, diese Konflikte. Ey, hör mal zu. Ich glaube, die kennen den Unterschied nicht. Ich erkenne, was heißt rassistisch zu sein. Bruder Toni, einen Moment bitte. Ideologie. Der Daniel will die ganze Zeit was sagen und immer unterbrechen wegen. Ja, lass mal den Daniel reden. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin auch nicht besonders ein Freund davon, solche politischen Konflikte allzu sehr religiös aufzuladen, ja. Das kann man zwar machen, man kann dann irgendwie sagen, ja, oh, hier ist, keine Ahnung, Prophezeiung hier und da. Am Ende des Tages kann man das alles mal so stehen lassen, aber letztendlich muss man sowas doch mit Vernunft sehen und mit Vernunft lösen. Es bringt ja nichts, da immer diese religiösen Fässer aufzumachen, weil das hilft ja auch nicht weiter am Ende des Tages, ne? Weil, wie gesagt, haben wir doch gerade schon zu Anfang gesagt, am Ende des Tages sterben da ja Menschen. Ne? Und zwar auf beiden Seiten werden jetzt Menschen sterben und sehr wahrscheinlich auf palästinensischer Seite noch viel mehr. Und denen gehören aus einer menschlichen Perspektive natürlich auch mein Mitgefühl. Ne? Da mache ich überhaupt gar keinen Unterschied. Egal, was für eine Nationalität oder eine Religion jemand hat, das ist immer ein Drama. Darf nicht passieren, sowas. Mhm. Ja, absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Bruder, schau mal, aber Nationalität hat nichts mit, wenn ich sage, dass Islam Müll ist, dann hat das nichts mit Nazismus zu tun. Nazi ist, wenn ich gegen ein Land bin, gegen ein bestimmtes Volk bin, wie die Deutschen gegen die anderen Länder. Aber wenn ich eine Ideologie eingreife, wie den Islam, ich bin kein Nazi. Können Sie bei mir nicht bringen, ich bin selber Ausländer, ich bin selber Zigeuner. Ich wurde selber vergast von Hitler, meine Leute, meine Zigeuner. Sie wurden von Hitler selber vergast. Das können Sie bei mir nicht bringen, verstehst du, Flex? Juden und Zigeuner wurden früher vergast von den Nazis. Bestimmte Dinge, Namen würde ich nicht aussprechen. Ja, aber ich bin ja auch sportlich, ich bin selber Zigeuner. Und, zumal Adolf ein Maniac ist. Ja, ich weiß.
Und weißt du, das können sie bei mir, sie können nicht bringen, dass ich dieser Ding bin, was Hitler gemacht hat. Das zählt bei mir nicht. Ich bin selber ein, weiß es, von diesen Leuten, die da drin gelitten haben. Wie kann es mir sagen, ich bin ein Nazi? Das funktioniert nicht. Ja, wer hat dich denn ein Nazi genannt? Ja, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass Toni, wie gesagt, ein Rassist ist. Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe das ganz anders. Rassistisches Gedankengut ist auch nochmal zu trennen vom nationalistisches Gedankengut. Ne? Muss ich nochmal sagen. Also Nazis haben die nicht ja, gesagt, die sagen, du bist rassistisch, du machst Rassentrennung. Du machst Unterschiede oder schreibst bestimmten Ethnien eine bestimmte Sache zu im negativen Sinne vielleicht. Keine Ahnung. Guck mal, ja, halt immer. Guck mal, wie der lügt, dass sie Juden versteckt haben. Stimmt nicht. Ihr habt euch gefreut, dass Hitler die Nazi, dass Hitler die Juden vergast haben. Dieser Maniac soll ja gar nicht erwähnt werden. Es gibt ein Abkommen, wo die sich gefreut haben, als Hitler das gemacht hat. Sein Name sollte besser nicht ausgesprochen werden. Von Adi. Ja, lieber nicht den Namen aussprechen. Alles gut. Je weniger ihn erwähnen, desto schneller gerät er auch irgendwann mal in Vergessenheit. Alef, Islam ist keine Rasse, Mann. Islam ist keine, das ist kein Land, das ist kein Volk, das ist eine Ideologie, eine Religion und keine Rasse. Ja, aber trotzdem, wenn du sagst, dass du kannst ja auch nicht sagen, dass alle Muslime sich freuen, dass Juden angegriffen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Doch, glaub mir, die freuen sich, weil das steht im Koran. Das steht im Koran. Ich glaub dir nicht, weil ich selber mit Muslimen gesprochen habe, die es nicht gut finden. Also kannst nicht sagen, ja, dass das aber steht im Koran. Jetzt schreibt einer, was ist Christentum? Wenn ich das schon lese, ey, würde ich diese Person in 100 Teilen in der Luft zerreißen, wenn ich das sehen könnte. Wenn ich das schon lese, kein Mensch greift hier irgendwelche Religion an. Und ich möchte auch nicht, dass Toni das macht, aber Toni versucht zu erklären. Aber wenn ich das schon lese, Mann, ey. Boah, Alter. Guck mal, ich werde schon ganz, ganz anders, wenn ich schon lese, was die Leute schreiben. Aber schau mal, Flex, weißt du, solche Sachen sind einfach nicht die Zeit dafür, um seine eigene Ideologie zu bestätigen. Weißt du, wie ich meine? So sehe ich das halt, ne? Soll man jetzt nicht so sagen, Süppchen drauf kochen? Ja, es ist so. Oh, ich weiß nicht. Schwieriges Thema. Ja, das Problem ist, du kannst als einzelner Mensch da nicht gegen machen. Du kannst einfach nur letztendlich mit den Menschen, mit denen du selber in Kontakt bist, darüber sprechen und es nicht gut finden, verurteilen. Aber was willst du denn jetzt machen? Du kannst selber nicht viel machen als nur einzelner Bürger. Ne? Ja. Auch genauso wie mit diesem Ukraine-Krieg. Was willst du da machen? Ne? Ich bin mittlerweile schon so, ich kann mir das schon gar nicht mehr alles angucken, da immer diese ganzen Nachrichten. Ich schalte schon ab, ich ertrage das schon gar nicht mehr. Ja, ja. Ich mag es auch nicht gerne gucken. Absolut, da gebe ich dir ganz vollkommen recht. Oh Mann. So, da bin ich wieder. TikTok hat mich rausgekickt. Ja, hast du beleidigt? Ich habe noch nichts gesagt. Okay, das ist sehr seltsam, weil es kommt drauf an, was du sagst und wie du das rüberbringst. Und wenn TikTok das als Bedrohung sieht, dann fliegt man eigentlich relativ sehr schnell raus. Kann sein. Toni, ich habe eine Frage an dich. Ja. Du sagst doch, Islam ist Gift und keine Ahnung, ne? Und ja, dass alle Muslime sagen irgendwie, dass die Juden sterben sollen. Also ich trenne die Euro-Muslime von den richtigen Muslimen. Also das, was der Hamas macht, ist für mich das, was der Koran gibt. Also was der ja, aber, ja.
mit seinen Sahaba getan hat, das ist für mich der wahre Islam. Und diese Euro-Muslime, die hier nur arbeiten und ihre Ruhe haben, die den Koran nicht wirklich kennen, das sind für mich keine, mit denen habe ich kein Problem. Die sind mir eigentlich relativ egal. Ich gehe mit denen Döner essen, ist egal, das ist nicht so schlimm. Naja, aber hast du gerade anders rübergebracht? Was meinst du mit Euro-Muslime? Da habe ich nicht verstanden. Euro-Muslime sind diese Muslime, die sich nicht mit dem Koran wirklich beschäftigen, die den Koran nicht so ernst nehmen und die nicht so leben wie Mohammed und seine Sahaba. Ja, ja, aber das solche Leute kannst du gar nicht als Muslime bezeichnen, solche Leute. Verstehst du, was ich meine? Die haben gar keinen Glauben. Solche Leute. So handeln wie Mohammed gehandelt hat. Also ich kann euch eine Sache sagen. Guck mal, sowas kannst du gar nicht, sowas musst du gar nicht ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Die richtigen Muslime, die den Islam richtig ausleben, finde ich, also meine Meinung, sind die für den Dschihad kämpfen, ja, die in den Dschihad sind. Genau, das sind die richtigen Muslime. Die Euro-Muslime, das sind keine richtigen Moslems, bin ich ganz ehrlich. Genau, kann man arbeiten. Die Muslime sind die in den Dschihad gehen, ja, weil das ist ganz klar. Das sind die richtigen Muslime, das sind richtige Moslems. Das kann man so nicht sehen. Das würde ich auch nicht so sagen. Das steht im Islam, steht nirgendwo drin, dass man Menschen umbringt. Weißt du, ich meine, Flex? Ja, doch, das ist auch, diese Leute haben ihren eigenen Glauben. Verstehst du, was ich meine? Und, ja, hör auf zu Leuten, wir suchen, die sind noch abgeguckt, die anderen sind noch abgeguckt und wir haben die ganze Sura 9. Die ganze Sura 9 geht es nur darum. Es gibt genug Suren. Die Ungläubigen zu töten. Und es gibt okay, viel, Simba, eine ernste Frage, Simba. Ja. Gehört Dschihad zu Islam, ja oder nein? Das gehört nicht, ne? Doch, Dschihad gehört zu Islam. Wer sagt das? Ich leugne das nicht. Nein, ist nicht so. Das ist völliger Schwachsinn. Dann bist du auf dem falschen Weg, Alex. Es gibt ja kleine Dschihad und es gibt den großen Dschihad. Toni, es gibt zwei Dschihad. Also einmal für die Sache Allahs zu töten und einmal mit seinen Nefs zu kämpfen. Diese Tricks kennen wir schon. Dschihad gehört dazu. Also Dschihad gehört im Islam dazu. Natürlich. Simba, hast du eine Glaubenskonfession oder hast du eine Glaubensrichtung? Wenn ich fragen darf. Guck mal, ich sag dir ehrlich, das ist privat eigentlich, ne? Darüber will ich nicht reden. Ja, okay, Simba, dann bist du ja Moslem, wenn du das ja sagst. Das ist egal, was ich bin, Flex. Weißt du, das ist egal. Es geht ja nicht darum gerade. Es ist geht kein darum, Thema. Ich wollte nur diesen Toni sagen, weil er hat gerade eine Religion, er meinte, er hat eine Religion schlecht gemacht und hat gesagt zum Beispiel, dass alle Muslime jetzt irgendwie sich freuen, zum Beispiel, dass die Juden sterben. Das ist falsch, ich kenne genug Muslime, die dagegen sind. Verstehst aber du, was auf jeden Fall Fakt ist, Simba, was guck mal, und dieser Krieg, und warte, ich bin noch ganz kurz, sorry. Guck mal, ich will noch dazu sagen, dass dieser Krieg gar nichts mit Muslimen zu tun hat. Dieser Hamas, das ist eine Terrororganisation. Verstehst du, was ich meine? Nein, das hat mit Islam gar nichts zu tun. Die kämpfen einfach gegen die Juden. Verstehst du, was ich meine? Das, was da abläuft, das hat gar nichts zu tun mit Religion oder so. Das ist eine Terrororganisation. Okay, ganz kurz. Die kämpft einfach. Warum heißt es? Moment, Simba. Wieso heißt es dann in Suche Ding, wo ich töte die Juden und sogar wenn ein Stein redet, hier, Moslem, ein Jude versteckt sich hinter mir. Komm und töte ihn. Hamas hat nichts mit Hamas ist nicht islamisch? Das hast du jetzt gerade gesagt. Hamas ist nicht islamisch? Ich will damit sagen, dass jemand, der den Islam auslebt, keine Menschen tötet. Nein, aber verstehst du, was ich gerade irgendwas erwähnt? Also warte, Toni. Simba, das heißt also, du willst mir sagen, Hamas ist nicht islamisch, richtig? Was die sind, das wissen die selber, was die sind. Also Islamisch. Islamisch hin oder her, Bruder. Es gibt doch offensichtlich verschiedene Auslegungen im Islam in Bezug auf. Guck mal, das ist ein langes Thema jetzt. Verstehst du, was ich meine? Ich will einfach nur sagen, das ist eine eigene Terrorgruppe. Verstehst du, was ich meine? Warum eine eigene Terrorgruppe auf einmal? Die sind islamisch. Wieso Terrorgruppe? Die sind schon eine Terrorgruppe. Die sollen die doch islamisch. Guck mal, Flex, du verstehst mich nicht, ganz ehrlich, guck mal. Die IS,
Kennst du noch die IS, die gekämpft hat, die im Irak war? ISIS, ISIS, Diese ja. ISIS, genau, die sich als Al-Qaida, Muslime, Al-Qaida, Al-Qaida, ja. genau, haben die sich nicht als Muslime ausgegeben? ISIS? Was wir Ja, sagen, dass keine Muslime ISIS. waren oder was? Die sind mehr Muslime, als du jemals sein War wirst. weiß gar nicht, ob sie Islamischer Muslime Staat waren. nennen die sich. Genau, Die nennen sich richtig. Islamischer Staat. Ja, das ist doch Ja. egal, wie Nein, die sich nennen. niemand verwendet so eine Schrift und geht für irgendeinen Gott Guck töten. mal, was ich damit Moment sagen will, kurz. ist, Ich sehe keine was ich Buddhisten, damit. warte kurz, ich sehe keine Buddhisten, ich sehe keine Hinduisten, die irgendeine Schrift, eine islamische Schrift haben. Und weil du willst Eiskalt behaupten, schreibt die tun jemand, das. Islamischer Staat ist kein Islam. Leute, ich glaube, ihr. Oh mein Gott, ey, ich kann nicht Ich mehr. wollte das nicht sagen, dass der islamische Staat islamisch ist. Ich wollte nur sagen, das bedeutet das. Dieses IS mehr nicht. Ich würde da niemanden vorgreifen. Ich bin ein Jahil. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh. So, die Ja, waren aber ja sagen auch wir da. so. So, die haben sich als Muslime ausgegeben und haben Menschen getötet. So. Aber Okay, dann hat sich Mohammed das auch als waren keine Muslim ausgegeben Muslime. Verstehst du, was ich und meine? Karawanen überfallen. Was meinst du? Ich habe nicht verstanden gerade. Dann hat Mohammed, dein Prophet, hat auch seine Flagge gehabt mit dieser Schrift und hat Karawanen überfallen. Und der war auch kein Moslem. Der Islam ist kein Islam. Also Islam, Leute, das, was du guck sagst, mal, macht was einfach für keinen eine Sinn. Scheiße, guck mal, was für eine Scheiße, die hier reinschreiben. Richtig, Hamas ist eine Terroristengruppe von Israel erfunden. Ach du Scheiße, so ein Scheiß habe ich schon lange nicht. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Das ist nichts. Das ist natürlich Blödsinn. Aber Warum ganz kurz. belügt ihr euch selber? Hört auf mit euren Lügen, Alter. Ey, das ist so schlimm. Das Nochmal ist so kurz in schlimm. Bezug auf Flex, nochmal kurz in Bezug auf ISIS. Also Hamas ist natürlich eine islamische Terrororganisation, aber halt eine Terrororganisation. Die nennen Es sich gab die auch. Islamische Es ist, Terrororganisation. ja, wie die sich nennen, okay, und das sind Ja. natürlich nach ihrem Selbstverständnis Moslems, da braucht man nicht drüber zu reden. Aber in Bezug Ja. auf ISIS gab es doch diesen offenen Brief an al-Baghdadi von 120 islamischen Gelehrten, die haben alle den islamischen Staat quasi tekfiert, dass das, was die machen, unislamisch ist. Also wollen wir mal schon wahrhaftig bleiben jetzt, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme mir die extremsten Leute und sagt, das ist der richtige Islam, wenn eine große Mehrheit es anders sieht. Das finde ich auch nicht gerecht. Ne? Da Ja. kannst du auch nicht Und hingehen das und Ding ist, sagen, Simba, sehr gut, Eva. Simba, Simba, ich werde jetzt Ja. mal was sagen und das ist einfach Fakt und Punkt und das ist leider die Wahrheit und die Wahrheit tut auch manchmal weh, aber das nichts wird daran ändern, dass es die Wahrheit ist. Guck mal, zum Beispiel habe ich ein Video gesehen, ja, wo ein richtiger Moslem, ja, als Märtyrer, ein richtiger Märtyrer, okay, der den Islam zu 100% auslebt, ja, hat sich komplett vermummt, hat aus den Koran zitiert, ja, ein Abschied an seine Familie, an seine Kinder und ja, hat sich quasi in die Luft gesprengt, ja, als Märtyrer, um in den Ja. Paradies zu kommen. Du kannst mir Ja. nicht sagen, dass das nicht der Islam ist. Doch, das gehört dazu. Und Das ist Bruder ein Flex, Märtyrer. die Okay, islamische Männer und Flex. ihre Ich habe, Familie, dann habe ich ganz meine. kurz, Simba, Ja. diese islamischen Männer, die für Allah töten, die kriegen, ihre Familie kriegen Geld. Ich habe eine Doku gesehen, ich weiß, die kriegen Geld, ihre Frauen, wie eine Absicherung kriegen die, weil ihre Männer oder ihre Söhne, wenn die Söhne oder die Männer im Krieg sind, die Mütter kriegen Geld, weil sie ja ihre Männer quasi für Allah geopfert haben, kriegen sie ja Geld und so, und dass sie halt zum Leben haben. Und Guck mal. das kann der Simba mir nicht wegreden, schönreden. Flex, ich will mal kurz eine Sache sagen dazu, was du gerade meintest, ne? Das kannst du in Sure 9, Vers 111, kannst du das ja lesen. Ja, alles gut. Guck mal, ich will aber eine Sache sagen dazu. So. Guck mal, wenn du mich jetzt sehen würdest, schwarze Haare, keine Ahnung, so, du würdest denken, so, ich bin ein Südländer, ich bin ein Muslim, keine Ahnung. Okay? Ich binde mir jetzt eine Bombe um, ja, und fahre nach, keine Ahnung, Afghanistan oder sonst was. Und zitiere die Bibel und sprenge mich in die Luft. Was dann? No Ja, nochmal? dann kann man ganz klar Was? zeigen, dass es.
Nicht, das ging die Bibel, das getan hast. Kann man, warum? Die Bibel warum? Gibt da solche Befehle nicht. Die Bibel gibt da solche Befehle okay. nicht. Gut, hast du selber gesagt, jetzt siehst du, und ich sage dir, der Islam gibt sowas auch nicht. Sagt sowas auch nicht. Doch, gibt, also hast du, das, doch. Du hast das doch gerade, du hast gibt. Das doch selber gerade beantwortet, oder nicht? Ein Märtyrer, ich brauche dazu nicht mehr zu sagen. Ich habe dir einfach, so, fertig. Du hast dir gerade deine Antwort selber gegeben, Toni. So. Nein, gar nicht. Nein, stimmt nicht. Märtyrer bedeutet, für den Herrn zu sterben und nicht für den Herrn zu töten. Unser, wir können beobachten, wie der Petrus, wie die Jünger gestorben sind. Sie sind alle gestorben, weil sie das Evangelium verteidigt haben. Und keiner von denen hat irgendwas versucht, politische Macht an sich anzureichen. Paulus wurde geköpft. Petrus wurde Kopf unten gekreuzigt, weil er wollte nicht wie Jesus Christus sterben. Das sind wahre Märtyrer, die für die Wahrheit gestorben sind. Und nicht, weil sie für Allah getötet haben und weil sie für Allah Leute gewinnen wollten, so wie bei euch mit Gewalt. Das sind keine Märtyrer, das sind einfach nur Mörder. Mörder sind das, keine Märtyrer. Guck mal, das Ding ist, guck mal, Simba, les einfach selber mal die Sure 9 komplett durch und dann weißt du, was ich meine. Jetzt werden wahrscheinlich die Leute hier reinkommen und sagen, ja, aber man kann die Sure nicht lesen ohne eine Bedeutung. Das ist ja klar, dass dann diese Aussage kommt. Aber les trotzdem mal die Sure 9 mal durch und dann siehst du ja selber, was das ja heißt, also als Märtyrer. Sagen wir mal, zu sterben oder wenn du im Namen von Allah, also als Märtyrer, wie gesagt, steht alles drin. Und keiner in der Bibel, Gott hatte seine Soldaten gehabt, wie David, Gideon, nur bestimmte Leute durften im Krieg als Verteidigung töten, also wie Gideon. Gideon, David, Salomo, also nur die Könige haben das Recht gehabt. Die Propheten haben nicht Menschen getötet. Elia, Daniel, Jesaja, der hat keine Menschen getötet. Die haben andere Aufgabe gehabt. Aber ein König muss sein Territorium verteidigen. Gott, Yahweh, hat David nicht mal zugelassen, dass er seinen Tempel baut, sondern hat seinen Sohn bauen lassen, weil David so viele Menschen getötet hat im Krieg. Das ist ein König. Und ein König hat eine andere Aufgabe als ein Prophet. Ja, aber lassen wir mal diese Religionsgeschichte weg. Ja, guck mal, das ist jetzt, Toni, du hast jetzt viel geredet, ne? Ich habe dir jetzt nur kurz was gesagt. Du bist jetzt richtig auf fanatisch wahrscheinlich. Ich merke gerade richtig. Nein, ich bin kein Fanatiker. Doch, das, du redest die ganze Zeit. Alles, was ich gesagt habe, kannst du gerne prüfen. Aus dem Grund, ich bin auf festem Boden. Ich kann jede Religion jetzt prüfen. Und ich finde in jede Religion etwas. Wenn wir jetzt uns festnageln darauf, ich werde in jede Religion etwas finden. Das ist jetzt ein Thema, wir werden bis übermorgen diskutieren über dieses Thema. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte damit sagen, so, das ist einfach nur. Ja, ich habe ja auch nicht dafür, gesagt, dass man Leute das tötet nicht. Oder dass andere Leute umgebracht oder sonstiges. Ich stehe nicht für Gewalt, ich stehe nicht für Krieg, so Ende. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, lass uns das jetzt nicht so da so ein Süppchen drauf kochen. Ich wollte gerade nur das mit der ISIS vorlesen, weil es wurde offensichtlich von vielen Gelehrten kritisiert, was die machen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das mehrheitlich Konsens, kein Konsens, vernünftiges islamisches Verhalten war. Aber das bringt jetzt auch nichts, weil ich glaube, das hat weniger mit Religion zu tun, als die meisten Leute vermuten tatsächlich. Ja. Mhm. Da geht es um einen festgesetzten gegenseitigen Misstrauen und Hass. Der mag mit der Religion zusammenhängen, aber der ist nicht nur religiös, weil, wie ihr selber feststellt, viele Menschen kennen ihre Religion gar nicht richtig. Ja, ja, das ist das, was ich festgestellt habe. Also zum Beispiel, Leute, bei mir ist es sehr, sehr witzig. Ich habe eine Privatnachricht von jemandem bekommen, den ich damals kenne, vor mehreren Monaten. Und tatsächlich hat er dann, keine Ahnung, das ist wie so eine kleine Drohung dann quasi, weil der das hier mitbekommen hat, dass ich hier Instagram über gewisse Themen spreche. Und ich bin da jemand, ich muss immer die Ruhe bewahren und nicht gleich auszuflippen. Ihr habt ja gemerkt, ich versuche immer so gut wie möglich mich zu zügeln. Und ich erwähne das immer wieder, Leute. Ja,
Wir leben in Deutschland, wir können über alles sprechen, wir können unsere Meinung teilen, wir dürfen sagen, was wir wollen. Natürlich müssen wir auch vorsichtig sein, was wir sagen. Aber niemand hat uns zu sagen, was wir hier zu tun haben. Ne? Es ist einfach so. Ne? Und ich glaube, da können mir die meisten natürlich auch zustimmen. Aber was ich dir sagen kann, Simba, ne? Um nochmal zurück auf dein, auf das Thema zurückzukommen. Viele haben ihre eigenen Bücher, ich sage jetzt Bücher, ja, nicht gelesen und hören nur, was die Gelehrten gesagt haben, aber haben es selbst nicht gelesen. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Zum Beispiel gibt es ja auch im Christentum Unitarier. Ja? Diese Unitarier sagen, Jesus dies, das, Vater ist nicht Gott und ist okay. Ich habe das mal eine Zeit lang geglaubt, bis ich selber gelesen habe und herausgefunden habe, hey, was labern denn diese komischen Pastoren von Jesus sei nicht Gott, sondern er ist nur der Sohn und da habe ich mir gedacht, so, sag mal, die labern so eine Kacke, ja. Und wenn du lesen tust, steht total das Gegenteil. Deswegen, Simba, ich würde dir empfehlen, lies dein Buch und versteh, was da drinne steht. Und dann wirst du auch verstehen, worauf die anderen hinaus wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Aber wer hat denn jetzt gesagt, dass ich Muslime bin, Flex? Also ich gehe stark davon aus. Ja, deine Art, wie du redest, Muslime verteidigen. Quatsch. Ich verteidige nicht. Guck mal, soll ich dir was sagen? Toni, soll ich dir mal was sagen? Simba, ganz kurz. Ich verteidige jede Religion. Simba. Ich verteidige jede Religion. Simba, von deiner Redensart. Natürlich. Von deiner Redensart merkt man, dass du Moslem bist. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt Muslim wäre. Das ist jetzt. Aber was? Aber wie willst du das jetzt merken? Dass ich, aber nein, was hat das mit Leuten zu tun? Du heuchelst und. Was hat das mit Heuchelt zu tun? Was hat das denn? Warum? Das hat doch mit Heuchelt zu tun. Habe ich was jetzt gegen andere Religionen gesagt? Du bist nicht der Erste, der so kommt. Nein, aber wie komme ich denn? Wir haben viele solche von deiner Sorte, die so tun, als ob sie neutral wären. Man merkt sofort, du bist nicht neutral. Ich bin neutral. Das sagst du. Okay, sag mir, wo ich nicht neutral war. Habe ich jetzt was gegen Christentum oder Islam gegen so schön redest? Ich habe den. Ohne die Suren, du leugnest die Suren komplett. Du leugnest die Suren komplett und du willst alles verdrehen. Und ein neutraler Mensch würde das zugeben, was da drin steht. Und das tust du nicht. Guck mal, weißt du, wenn ich neutral ist, du bist nicht neutral, weil du gegen den Islam gegangen. Nee, du bist nicht neutral, weil du bist doch gegen den Islam gegangen, oder nicht? Natürlich nicht. Du bist vorhin, als ich nicht hier drin war, hast du geredet. Ja, ich bin kein Heuchler. Ich mag den Islam nicht. Ich mag den Islam. Ich sage die Wahrheit. Ich sage ins Gesicht. Ich mag den Islam nicht. Und Islam ist nicht von Teufel, von Satan. Okay, das ist deine Meinung. So. Nee, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Woher willst du denn wissen, dass es die Wahrheit ist? Weil ich die Bibel habe. Und die Bibel ist das Gegenteil vom Koran. Und aus dem Grund kann es nur einen Gott geben. Und dein Gott ist dann Satan. Wenn mein Gott der wahre Gott ist, muss deiner der Satan. Es kann nicht zwei Götter sein. Okay. Es kann nur ein Gott sein. Aber eben gerade hast du auch selber gesagt, dass du selber muslimische Freunde hast, mit denen du essen gehst. Natürlich habe ich muslimische Freunde. Und die anders denken. Ich liebe sie auch. Ich liebe meine Freunde auch. Ja, aber warum redest du dann so? Weil ich rede auch vor denen so. Ich habe so viel Respekt, dass ich nicht hier komme und sage, ich mag den Christentum nicht, ich mag den Judentum nicht. Aber guck mal, was du machst. Du machst doch den Islam gerade schlecht hier. Du machst den Islam gerade schlecht. Ist einfach so. Ja, mach ich, weil der Islam selber schlecht ist. Und dann ist. Im Gegenzug sagst du dann wieder, ich habe islamische Freunde. Warum rede ich nicht über die Buddhisten so? Warum? Merkst du was? Ich rede nicht über die Buddhisten so. Weil die Buddhisten greifen nicht das Christentum an. Die Buddhisten greifen nicht irgendwelche Länder an oder diese Hinduismus, diese indische Religion. Die haben auch ihre Sachen, weißt du, die greifen auch keinen an. Die gehen auch nicht auf ein Land und greifen ihre andere Länder an. Aber was hat das denn jetzt mit der Religion zu tun? Russland hat Krieg in Ukraine. Ja, weil du sagst, dass ich Islam schlecht mache. Du sagst, ich bin nicht neutral. Zwei christliche Länder haben gerade Krieg.
Russland und Ukraine. Was hat das jetzt mit Religion zu tun? Sagen wir das mal. Das hat gar nichts mit der Religion zu tun, das ist politisch. Zu tun. Ja, aber das ist politisch. Aber warum das redest du denn jetzt so, als wenn du redest, ja nur Islam greifen christliche Länder? Weil Islam was hat das ist eine andere Religion Sache, zu tun? Das ist was anderes. Das sehen wir ja was schon hat, seit, was ja, hat ein seit Hamas, Jahrzehnte. Ein Hamas, eine Terrororganisation? Ja, weil der IS genauso gehandelt, weil der Islam genauso gehandelt hat. Was haben die muslimischen Menschen in Palästina jetzt, die unschuldigen Menschen, was haben die jetzt mit den Hamas zu tun? Sag die meine ich nicht. Die meine ich nicht. Ja, nee, aber was, selber, was haben die denn damit zu tun? Aber warum siehst du denn alle Muslime mit rein jetzt? Leute, ihr streitet gerade sinnlos. Wirklich. Und das Thema, was ihr gerade habt, ist total sinnlos. Wir haben andere Probleme. Ich will darauf eingehen. Ich meine gar nicht die Menschen. Hört beide auf zu streiten. Es geht, wir wollen über schöne Dinge sprechen. Wir wollen versuchen, einfach, keine Ahnung, nicht, dass wir hier streiten. Wir wollen hier nicht streiten. Deswegen, es reicht jetzt, Leute. Hört auf zu streiten. Alles gut. Wir haben nur versucht, Simba was zu erklären und das war's. Ja, alles gut, Fleck. Das hat mit Streit nichts zu tun. Weil er redet gerade irgendwelche sinnlosen Sachen, deswegen. Nein, ich kann Toni schon verstehen, worauf er hinaus möchte. Ja. Nur wichtig ist, dass wir nicht drüber streiten und nicht, dass das hier in, keine Ahnung, in Stress ausbricht. Ja, Bruder, Fleck, ich bin auch so wie du. Du hast gemerkt, wenn jemand lügt, man wird sehr fanatisch. Man dreht durch, wenn jemand lügt. Du bist ja der Einzige, der gerade Dings ist. Ja, fanatisch. Ich bin sehr neutral. Wenn ich eine Lüge. Ich hab nicht über Religion geredet, über gar nichts. Du bist sehr, sehr fanatisch. Du hast vorhin die ganze Zeit den Islam schlecht gemacht. Ja, weil du. So. Natürlich. Ich bin Jude. Lass ein Jude Mann. Sein. Lass mich jetzt ein Jude du sein. Du bist nicht Menschen. Du bist nicht mein Maßstab. Ich messe nicht nach dir. Du bist nicht der Maßstab für den Islam. Oder diese Leute. Darum geht's auch. Ich habe nicht die Menschen gemeint. Ihr seid nicht der Maßstab, nur weil du denkst, oder diese Leute, die sind nicht für mich der Maßstab. Ich gucke, wie dieser Mohammed gekämpft hat, was seine Biografie über ihn sagt. Wie hat er gelebt? Wieso hasst er die Juden? Warum steht im Koran, dass man die Juden hassen soll? Darum dieser Punkt, nicht die Menschen, der Ahmed, der Mohammed, interessiert mich nicht, das sind meine Freunde. Aber ihr seid nicht der Maßstab. Der Koran, der Islam wird nicht an euch gemessen, sondern an eurem Buch wird der Koran gemessen. Der Bruder Bryce ist in der Haus. Leute, alle ein Shoutout an Bryce, das ist der Bruder. Gib mal diesem Bruder mal ganz viel Liebe. Seine Musik ist top. Bryce hat geile Musik. Yin Yang, Bryce. Runter zu Bryce, Leute. Der hat sehr schöne Musik, Leute. So. Guck mal, wie der lügt. Dieser Dudu-Beispiel. Hey, wo sagt er, dass er den Koran hat? Da steht, dass wir Juden und Christen hassen sollen. Ich kenne die Sure nicht auswendig. Weißt du, Toni, ich sag dir mal was, ne? So. Wenn du das Thema jetzt, dieses Religion-Thema, du solltest dich mal mit jemandem unterhalten, der richtig Ahnung darüber hat, ne? Ich bin jetzt hier reingekommen, ich bin jetzt irgendwie. Ich habe mein Nein, ich bin euch ich bin einfach ich ehrlich, Bruder, ich bin neutral hier drin. Ich habe Elia, ich habe starke Brüder, die sich auskennen. Ich kenne die Sure nicht auswendig. Aber ich habe meine Quellen schon, ich habe schon meine Informationen. Aber ich habe die Sure nicht auswendig. Aber ich habe die Leute, die sie kennen. Alles, was sie sagen, kann ich dir alles liefern. Verstehst du? Ja, das interessiert mich jetzt aber gerade gar nicht. Sure hin oder her. Du verstehst mich gerade gar nicht, worum es geht. Du redest gerade eine ganze Religion schlecht. Darum geht es mir. Ja, ist es auch. Also guck mal, wir wollen das Ganze mal... Warte, habe ich gehört, Bryce. So 0815 Trap, sorry. Bryce, wenn du willst, kannst du hast meinen Segen, du kannst die Person stummen und blockieren, der dich beleidigt hat, Bryce, gell? Du hast meinen Segen. Mach so, wie es dir gefällt. Du kannst stummen und blocken, wie du willst. Du hast meinen Segen, Bryce, Bro. Jetzt, sorry, ich kann weiterreden. Simba, du wolltest noch weiterreden. Ich habe eigentlich alles gesagt. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen die Menschen. Diese Leute von Palästina, diese armen Leute, die da verrecken, die sterben. Ich kann
Was können die dafür? Ja, mir geht es um diese Quelle, verstehst du? Es geht um diese Quelle, was in dem Koran steht. Und das ist für mich der Maßstab des Bösen. Nicht diese Menschen, die hier normal leben. Oder meine Freunde, mit denen ich lebe oder mit denen ich mich unterhalte. Verstehst du? Wir sind Menschen und ich erkläre denen auch das Evangelium. Weil das ist meine Aufgabe als Christ. Unsere Aufgabe ist, euch Menschen da rauszuholen. Jesus Christus ist nicht für die Religionen gekommen. Religionen ist nicht der Weg zum Himmel, sondern Jesus Christus ist der Weg. Und wir wollen euch retten, wir wollen euch da rausholen. Wir wollen euch da rausholen, eure Seele retten, indem ihr Jesus Christus annimmt. Das ist mehr Liebe als das, gibt es nicht. Das ist schon mehr als genug getan. Niemand interessiert sich für dich oder für Hans Peter, aber Gott hat uns das gegeben. Und was er gesagt hat, wenn zum Beispiel du verloren gehst und ich dir das Evangelium nicht beigebracht habe und ich es kenne, dann wird es Gott von meiner Hand fordern und das will ich nicht. Okay, ganz kurz, ganz kurz an die anderen. Ja, Neo, was können wir für dich tun, mein Lieber? Wie geht's dir? Ich finde die Unterhaltung bis jetzt sehr interessant. Der Debatten-TV kennt mich auch. Ich bin halt eher spiritueller Mensch Richtung Buddhismus und dachte, vielleicht bringt es auch ein bisschen Abwechslung noch rein in eure Gruppe und für eine schöne Unterhaltung miteinander. Okay, und was möchtest du uns denn sagen, wenn ich fragen darf? Jetzt nichts Besonderes, also wenn jetzt um Religion geht, es gibt viel, was man natürlich sagen kann oder sagen könnte. Ich würde mich jetzt erstmal der Runde anschließen und wenn ich was dazu zu sagen habe, dann würde ich mich als Wort melden, wenn es in Ordnung ist. Ja, oder du kannst auch gerne eine Frage stellen, das ist gar kein Problem. Ja, ich habe jetzt gerade keine Frage, also für mich ist ja Religion... Na doch, weil du hast ja eine Anfrage geschickt, deswegen bin ich davon ausgegangen, du hast eine Frage oder möchtest was sagen. Nee, also keine Frage, aber ich hatte eigentlich vor, mit euch eine Unterhaltung zu führen, also wenn es ordentlich ist euch. Okay, verstehe. Ja, ist kein Problem. Ja, Neo, dann kann ich dir vielleicht mal eine Frage stellen, dann bist du im Gespräch drin, wenn Flex das okay findet. Kein Problem. Also schau mal, also ich habe ja am Anfang gerade das, also wir hatten ja gerade über diesen aktuellen, ja, ich nenne es mal Konflikt gesprochen, der da in Israel gerade wieder ausgebrochen ist, ja, also wieder mal, ja. Ja, ich weiß und, davon Bescheid. Genau, und so meiner Meinung nach, das war jetzt so mein Tenor, also beziehungsweise meine Aussage war jetzt ja, dass das natürlich eine Riesenkatastrophe ist und wir hatten ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, was da jetzt alles draus entstehen kann. Und meiner Meinung nach sollte man es halt nicht allzu sehr aus einem religiösen Aspekt betrachten, eher nee, als Politik. Einen... Richtig, genau. Und ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Siehst du das auch so? Ja, oder? Ich hab natürlich eine persönliche Bindung auch zu Israel, muss ich erstmal dazu sagen, weil mein Vater ist Israeli, Mutter ist Deutsch. Eine meiner Geschwister lebt auch in Israel im Moment, in Tel Aviv, also die kriegt das hautnah mit, was gerade passiert und das ist schrecklich, also es werden unschuldige Menschen auf der Straße entführt, attackiert und auf der anderen Seite natürlich jetzt die Gegenoffensive von Israel gegen Palästinenser, da werden wieder Unschuldige sterben und es ist egal, auf welcher Seite vom Gaza oder auf welcher Seite man steht. Es sind immer noch Menschen, es sind immer noch Kinder dabei, es sind immer noch Frauen dabei, Mütter, es sind Menschen dabei, die mit dem ganzen Krieg nichts zu tun haben wollen. Das ist reine Politik. Ich kann mir nicht vorstellen, meine persönliche Meinung, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Geheimdienst von Israel nicht Bescheid wusste, dass diese Offensive geplant ist. Und es ist halt eine Legitimation, jetzt eine richtige Offensive zu starten. Auf einer Seite kann man es verstehen, weil wir hier in Deutschland hier ein Land hätten, das die ganze Zeit Raketen rüberschickt, dann wären wir in Deutschland schon längst rübergegangen ins andere Land. Und Israel hatte halt nie die Legitimation von der Welt und durch diese Aktion ist halt jetzt die Legitimation raus. Also Israel darf Angriffe machen und ja, wie gesagt, Krieg ist nie die Lösung. Die Menschen müssen halt eigentlich wieder zueinander finden. Die müssen anfangen, sich zu verzeihen. Und das, was gerade passiert, ist genau das Gegenteil. Es wird wieder mehr Hass geschürt. Die Menschen werden wieder weiter voneinander auseinandergetrieben. Und das ist nicht Sinn und Zweck unserer menschlichen Entwicklung. Weil
im Endeffekt sind wir alle Menschen und wir sind alle miteinander verbunden. Und ob wir Geschwister sind oder ob das unsere Eltern sind oder unsere Freunde oder Menschen aus anderen Ländern, der Respekt sollte immer vorhanden sein. Und Krieg ist das Gegenteil von Respekt. Also da wird das Menschenleben überhaupt nicht respektiert, egal welches Leben, auch das Leben von den Lebewesen, von der Natur und was auch immer. Also Krieg ist nie die richtige Lösung. Und was gerade weltweit passiert, ist halt leider so der Anfang vom dritten. Aber egal, ich möchte mich eigentlich war ich aus dieser, ich bin halt ein Mensch, der gelernt hat, dass er seine Realität natürlich selbst manifestieren kann und auch entscheiden kann, was er in seine Realität aufnimmt. Für mich ist es halt jetzt leider so, dass ich halt auch persönlich da ein bisschen mitgebunden bin, weil ich halt Familie dort habe. Ich befürworte das auf beiden Seiten gar nicht. Also Terror befürworte ich auf gar keiner Seite. Die Menschen müssen genau das Gegenteil tun. Und wie gesagt, auch hier im Chat, ich meine, der eine ist Moslem, der andere ist Christ, aber ihr seid beide Menschen. Ihr müsst nicht streiten. Ihr könnt beide zwei verschiedene Meinungen haben und ihr könnt schauen, in welcher Seite, ihr könnt auch mal die Perspektive wechseln und schauen, was erzählt mir der andere und mal versuchen zu verstehen, was der andere einem erzählen will, anstatt immer nur zu versuchen, seine eigene Meinung in den Vordergrund zu rücken und sein immer das Beste zu bekommen. Neo, ganz kurz, ich möchte jetzt ein Beispiel geben, was diese andere Muslime immer behaupten. Beispiel, guck mal, du hast jetzt eine Schrift. Wir gehen jetzt davon aus, dass es im Buddhismus auch eine Art Schrift gibt, wie bei uns die Bibel. Habt ihr bestimmt auch sowas in der Art, irgendwelche Schriften. Und jetzt stell dir vor, irgendeiner kommt und behauptet, das, was in deiner Schrift steht, das ist nicht so gemeint und das ist nicht so, das muss man so. Und du weißt, du kennst ja deine buddhistische Schrift. Weil, sagen wir mal, du hast ja Leben lang gelebt und du kennst dich damit aus und du kennst das, was da drin steht in deinem Buddhismus. Und jetzt kommt einer und meint, das wäre nicht so, da steht was anderes drin und das ist nicht so. Würde dich das nicht verärgern? Nein, weil ich sag dir eins, es gibt immer, jeder Mensch hat seine eigene Meinung, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und die Wahrheit ist ja, nur aber eine, warte, die Wahrheit ändert ist nicht, nur eine, das ändert ja nicht die Wahrheit, trotzdem. Nein, das ändert auch, trotzdem nicht. Die Wahrheit ist immer nur deine eigene persönliche Wahrheit. Das ist ein Faktor. Ja, genau. Du bestätigst es ja auch. Das ändert ja nicht, trotzdem ändert ja nichts dran. Das bleibt ja trotzdem das, was in deinem Buddhismus steht. Aber alles, was in Büchern steht, sind Geschichten. Ja, das muss euch erstmal klar sein. Das ist Geschichte. Ja, das aber heißt, das war, Moment kurz, das, was da drin steht, auch wenn jemand was anderes behauptet, ändert sich das nicht. Das bleibt trotzdem so, wie es da steht. Verstehst du, natürlich, worauf ich es bleibt deine Geschichte. Es bleibt die Geschichte, die du gelesen hast und die du für wahr hältst. Genau, die genau, und die bleibt so. Und wenn einer kommt, sehr gut gesagt. Ja, aber darum geht es. Mir geht es darum, wenn einer kommt und was anderes behauptet und das und will das an sich, den Maßstab an sich legen und verdreht manche Tatsachen, das kann man nicht so. Aber wer macht dann den Fehler? Wer macht doch dann den Fehler? Macht doch der andere den Fehler? Warum muss man dann denselben Fehler begehen, um den Fehler des anderen gut zu machen? Dann sag, lass es doch gut sein. Du bist doch ein erwachsener Mensch. Okay, ein anderer hat eine andere Meinung. Respektiere, dass er eine andere Meinung hat. Lerne es zu respektieren, auch wenn dir die Meinung nicht gefällt. Verstehst du? Dass jeder Mensch hat eine Meinung, jedes zweijährige Kind kann sich eine Meinung bilden und die Meinung von einem zweijährigen Kind zum Beispiel ist nicht die gleiche wie deine. Das heißt, auch die Meinung von einem 50-jährigen Moslem ist nicht die gleiche wie von einem 20-jährigen Kind. Okay, aber das ist ja auch, wenn jeder seine Meinung hat, dann hat er alles überhaupt keinen Sinn mehr im Leben. Dein Leben ist dein Sinn und nicht, dass du andere von deinem Leben überzeugst, indem du versuchst, sie auf deine Seite zu ziehen oder von deinem Recht zu überzeugen, sondern am Ende, du weißt es selber, urteilt Gott über dich und kein anderer. Deswegen, wen willst du hier überzeugen? Du kannst natürlich Leute aufklären und mit Wissen weiterhelfen, aber gegen irgendetwas zu reden und zu streiten, ist einfach nur eine Verschwendung von Energie. Nein, es geht nicht um jemanden zu überzeugen, aber es geht um die Wahrheit. Wenn es keine Wahrheit gibt. Deine Wahrheit. Es gibt drei Wahrheiten. Nein, nur zwischen ich sage nicht deine Wahrheit. Ich sage, es gibt da, guck mal, immer Beispiel, die Bibel ist ja vor dem Islam, vor dem Koran da. Und die Bibel hat ihre Ansätze. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst niemanden verletzen.
Und dann kommt der Koran später und über die Kreuzigung Jesu Christi, dass Jesus, die Bibel sagt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und also das ich sag dir eins. Und dann Mohammed kommt der Koran 16 Jahre später und sagt, nein, das ist nicht so, unser Buch sagt was anderes. Und das können wir uns nicht gefallen, vielleicht kannst du dir das gefallen lassen. Kennst du den Unterschied zwischen Jesus und Jesus Christ? Wie? Kennst du den Unterschied zwischen Jesus and Jesus Christ? Ja, Jesus Christus, ja. Was ist damit? Gut, dann schau dir mal den Unterschied zwischen den zwei an. Und zum Thema der Prophet, der zum Thema der Prophet, der damals geschickt wurde und den Moslems damals als Prophet geschickt wurde, der wird sogar in der Bhagavad Gita erwähnt. Das ist ein über 10.000 Jahre altes Manuskript aus der indischen Mythologie, und da wird davon gesprochen, dass zu einer gewissen Zeit ein neuer Prophet kommt, und der wird langen Bart haben, der wird 10.000 Mann um sich gesammelt haben, der kommt nicht aus dem eigenen Land und noch ein paar andere Faktoren, so dass der voraus angekündigt wurde. Das Ding ist, bevor Allah kam, davor wurden schon 125.000 Propheten überhaupt runtergeschickt. Das Problem ist, dass die Propheten meistens das gleiche Schicksal zu erwarten haben. Sie sprechen die Wahrheit aus, versuchen den Geist des Menschen zu befreien. Sobald ein Mensch frei ist, lässt er sich nicht mehr von anderen Menschen versklaven. Das heißt, die Leute, die die Macht haben und die Leute regieren, Könige, Kirche und so weiter, wollen natürlich nicht, dass sie ihre Macht über die Menschen verlieren. Deswegen ist die Religion immer nur bis zu einer gewissen Stufe. Und zwar bis zur Stufe, dass du dein Herzchakra öffnen kannst, das ist dein viertes Chakra. Du kannst aber dein fünftes Chakra nicht mehr öffnen, weil du kannst nicht authentisch die Wahrheit reden, das, was du denkst, weil du bist gebunden an ein Buch, das dir vorschreibt, wie du... Sehr gut, sehr gut. Warte, Leute, warte kurz. Das Buddhismus ist auch... Warte kurz. Neo, hast du gerade von Chakra gesprochen? Ja, Chakra. Jetzt sind wir bei Naruto Uzumaki. Naruto habe ich leider nicht geguckt und so, aber ich beschäftige mich mit Chakren und hatte auch alle 7 Chakren schon mal offen, also ich weiß, wie Alter, das ist. Alter, ich möchte, wenn wir jetzt Richtung Chakra gehen, ich möchte wie Madara Uchiha sein. Das dritte Auge offen ist schon echt ein Wahnsinn. Also wenn man das dritte Auge mal offen hatte und wirklich... die Welt auch ohne die die vorderen Augen wahrnehmen kann und auch mal die mystische Welt kennenlernt und die Geister kennenlernt, die Engel, bei mir sind es Engel, die mich umgeben, ich habe die kennengelernt, und wenn man die mal kennengelernt hat und weiß, wie lieb die einem gewonnen sind und dass die einem eigentlich nur Heilung bringen wollen, und die können aber auch nur agieren, wenn man das natürlich zulässt. Ich bin und ganz Engel, ehrlich, Neo, ich bin ganz ja. ehrlich, ich muss dich unterbrechen. Ich würde sowas lieber nicht praktizieren. Ja, warum? Man sollte lieber den Früchten von den Herren kosten, weil das sind die wahren Früchte. Vertrau mir, Neo. Ich bin gleich wieder da. Neo, gut, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich bin halt ein Mensch, der von der 3D-Realität. Das ist alles Dämonen, abgefallene Engel, die den Menschen dazu. Es gibt Engel. Deine Engel belügen dich, deine Dämonen belügen dich, dass du dein eigener Gott wirst, dass du quasi zu deinem eigenen Gott wirst. Wenn du die Energie von diesen Wesen einmal gespürt hättest, dann könnten wir darüber reden. Dann wüsstest du es. Dann wüsstest du nicht mit mir darüber. Im Endeffekt brauchst du auch die Rettung von Jesus Christus. Allein das. Nein, du brauchst die Rettung Dämonen, nicht von Jesus Christus. Die Rettung findet in dir selber statt. Nein, stimmt nicht. Das erzählt doch der Satan. Weil du hast 7 Chakren, du hast 7 geworden, Chakren in deinem Körper. Jesus starb für deine Sünden. Nein, dein Jesus, schau mal nach, was überhaupt das Christus-Oil ist. Schreib dir mal auf den Zettus Christus-Oil. Und dann schau mal nach, was das bedeutet. Und dann schau mal nach, wie man das Christus-Oil wieder von unten, die 33 Wirbel, deiner Wirbelsäule nach oben transportiert, in dein Gehirn, direkt in deine Zirbeldrüse. Was dann stattfindet, ist eine Produktion von DMT und Melatonin. In der Zeit wird dein drittes Auge geöffnet. Du wirst verbunden mit der spirituellen, mit der mystischen, mit der hier dämonischen Welt. Ich muss nur lachen, aber mit Toni immer dazwischen. Aber Neo, ich muss ehrlich was sagen. Also du,
gefällt mir schon, was du sagst, ne? Also man merkt schon, du hast schon ein bisschen Ahnung in der Materie, in deiner Materie auf jeden Fall. Ne? Im Endeffekt sage ich nicht viel Das ist mehr. das Inversionen New werden dir Age die ersten und Schritte. das andere. Schau mal, die ersten Schritte zum Öffnen deiner ersten vier Chakren wird dir in deiner Religion beigebracht. Warte Das kurz, bedeutet. warte, Neo. Neo, Jutsu des vertrauten Geistes. Kennst du das? Nee, gar nicht, sorry. Leider nicht. Sonst hätten wir denn kurz was zu reden. Ja. Der Heilige Geist, der dich frei macht, ist der Heilige Geist. Neo, der Heilige Geist ist der dir dein Wissen frei macht, nicht deine buddhistische Du Geister, kriegst die Wissen führen sogar dich vom in der Hölle. Planeten. Wenn du dein Schwingungsfeld erhöhst, dann würdest du merken, dass sogar Planeten Wissen übertragen. Planeten sind auch Das sind Lebewesen, sind auch Organismen. alles. Und wenn ihr, schau mal, wenn du Moslem bist, Simba, dann kann ich dich jetzt fragen, hat ein Stein ein Bewusstsein? Warte mal kurz, Planeten können Wissen übertragen. Ey, das erinnert mich an Pain. Geil. Schau mal, Ja, im nee, Endeffekt bitte, hatte so eine bist du nicht Frage. weiter. Wolltest du was sagen? Nee, red ruhig Sag mal erstmal eine Frage. fertig. Ja, alles gut. Ich dachte, du wolltest mich was fragen. Nee, alles gut. Also, ich wollte eigentlich nur erklären, wie das eigentlich funktioniert, weil. Nee, ich erkläre es dir jetzt nicht. Du kannst dir gerne mal anschauen. So dann, wenn dich Chakren interessieren und auch wie man die öffnet und was das zu bedeuten hat und was Chakren überhaupt sind, schau es dir gerne an. Ich habe alles auf meiner Seite, da kannst du gerne drüber gucken. Alles klar. Aber sonst, wie gesagt, wir müssen halt im Endeffekt unsere niederen Bedürfnisse ablegen, sowas wie Eifersucht, Zorn, Hass, Neid, Gier. Angst, unsere Ängste müssen wir bekämpfen, unsere Traumata müssen wir bearbeiten. Den Leuten, die uns was angetan haben, müssen wir lernen zu verzeihen. Und dann müssen wir lernen, Dankbarkeit zu entwickeln, Selbstliebe zu entwickeln. Damit können wir auch die Liebe nach außen entwickeln. Nächstenliebe, dann müssen wir irgendwann auch noch Mitgefühl haben. Also es gehört alles dazu, Geduld haben für unsere Mitmenschen, achtsam durchs Leben gehen. Und dann als nächstes Aber ja, aber erlebt man das halt. ist doch nichts Neues. Das hat doch die Bibel Ja, schon und wer gesagt. Das macht hat doch es? schon Ja, jeder. natürlich sage ich euch doch, die Bibel lehrt euch bis zum Herzchakra die Chakren zu öffnen. Ja, und daran sollten die meisten Leute erstmal arbeiten, weil die meisten Leute noch nicht mal geerdet sind. Die haben noch nicht mal ihr erstes Chakra im Reinen. Ja, aber okay. Aber wieso? Wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und dass du Alles gut. Gott, den einzigen Ist ja Erlebst richtig so. Aber Jesus ist von nicht Gott. ganzer Seele. Jesus ist nicht Gott. Aber ja, aber das, was du dann sagst, dann hat alles keinen Sinn, weil dein Gelaber bringt dich nicht weiter, weil Jesus ist der für die Menschen Schau gestorben mal, ist und nicht Buddha und nicht. alleine, wenn du mal ein bisschen mehr Nächstenliebe in dir hättest, dann würdest du das aus Respekt schon nicht als Gelaber bezeichnen. Das heißt, du hast auch noch deine Stufen zu erklimmen, dass du Ja, aber guck mal, mehr du sagst, Geduld, dass du mehr, Jesus komm, du nicht hast nicht Gott mehr und das Geduld, lass mich zu beleidigt. Ende reden, dass Ja, du aber mehr du Geduld mit beleidigst, deinen Mitmenschen du hast. meinen Gott. Nein, ich beleidige keinen Du Gott, ich sagst, dass beleidige du auch nicht keinen Gott bist. Jesus. Ich sage nur, Jesus ist nicht Gott, das ist Toni, keine wo hat er denn, wo hat er denn beleidigt? Ja. Ja, Er hat weil er sagt, dass seine Meinung. Jesus nicht Gott Du, ist. aber was hast du Deine von ihm Meinung gesagt ist, über den Jesus ist Islam? Gott. Meine Meinung ist, Jesus ist nicht Gott. Wo Nein, habe ich die dich Bibel sagt, beleidigt, Jesus ist Gott. Nicht meine Meinung. Die Toni? Bibel Das ist sagt, ein dass Jesus Buch. Gott Das ist ist. ein Buch. Ja, ein Buch. Der Koran ist Ja, aber auch von ein Gott Buch. inspiriert. Von Gott Ja, du warst inspiriert. dabei. Also, du Wie du warst von dabei. deinem Geist. Also, du kannst dich an deine vorherigen Ich muss Leben mich aber. erinnern. Du Ja. warst dabei, wo Jesus Warst du, übers da, Wasser war, warst du gegangen dabei, und wo Jesus als das Wissen weitergegeben hat. Hinduismus alles entstanden ist? Warst du dabei? Du glaubst doch auch an deine Du Sachen. kannst es erfahren, du kannst es selbst erleben, aber du Ja, bist ja nicht mal bereit, die dein Bibel Herz kann zu es auch öffnen. erfahren. Die Bibel kann es Öffne auch doch mal dein Herz. zurückverfolgen, wie Lern entstanden dein ist. Herz zu öffnen. Dann würdest du nicht so angreifen die ganze Zeit. Ich greife dich auch nicht Ich an. greife Du dich an, musst dein aber Okay, du sagst, Leute, Jesus ist Leute, Gott und das kannst du Leute, nicht mehr belegen. Also. Du Leute, sagst, Jesus Leute, es reicht. Ja, Sonst wende ich mein Jutsu des Schattendoppelgänger ein. Hört auf, Mann, Leute. Was ist mit euch, Mann? Hört auf zu streiten. Toni, hör auf. Neo, komm runter. Alles gut. Ihr müsst Der euch Neo nicht. war die ganze Zeit respektvoll. Also der hat nichts gesagt. Neo, Ich mein weiß, Mann. dass Neo respektvoll ist. Toni ist halt ein bisschen Toni ist so. sehr fanatisch, sehr Nein, Fanatiker. Toni ist Neo, du anfanatisch. musst verstehen. Du musst Toni ist eine anfanatisch. Sache Ich bin verstehen. mal sehr, Toni ich bin muss mal sehr diese direkt. Sachen ablehnen.
Weil nein, es widerspricht unsere Lehre. Für uns ist die esoterische Lehre satanisch. Ich höre leider gar nicht. Ich höre leider gar nicht. Alles ist satanisch. Alles ist satanisch. Was nicht von Gott ist, alles ist Toni, von Teufel. Toni, ich höre euch bestimmt jetzt hier eine Stunde lang zu. Ich komme nicht zu einem Satz. Danke. Lass mal den Bruder kurz reden. Den Bruder David, lass den mal bitte reden. Okay, bitte. Okay, David. Ich wollte eigentlich nur Neo sagen, vielleicht weißt du es auch schon, bei uns Christen ist das so, dass wir diese esoterische Lehre natürlich ablehnen. Okay, das ist aber auch der Grund, das macht jeder. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir jemanden hassen oder dass wir gegen dich sind. Nee, gar nicht. Wir sind nicht gegen dich. Völlig in Ordnung. Das Ding ist nur, dass halt die Religion dich halt bis zum Herzchakra bringt, aber das Problem ist, Gott will auch nicht, dass wir unsere Entscheidungen treffen, weil wir Angst vor Strafe haben oder weil wir dafür belohnt werden wollen, sondern Gott möchte wirklich von uns, dass wir unsere Entscheidungen von dem Herzen her treffen. Das heißt, wenn wir jemandem helfen, dann helfen wir ihm vom Herzen. Neo, wenn wir sehen, dass jemand der Friedhof ist voll voller guter Menschen, mein Lieber. Der Friedhof ist voll voller guter Menschen. Weißt du, wie viele gute Menschen gestorben sind, die Jesus nicht hatten? Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, der nur durch mich. Und wenn Jesus das sagt, dann ist alles zerstört, dann ist alles andere nichts mehr. Okay, dann habe ich eine Frage. Niemand hat das getraut. Aber Toni, so geht das nicht. Toni, so geht das nicht. Buddha hat gesagt, du kannst dich nicht so verhalten. Moment, Leute. So geht das nicht, Toni. Toni, darf ich dich was fragen? Ja. Für was ist denn Jesus eigentlich gestorben? Für unsere Sünden, dass wir vor Gott gerecht stehen. Und nur sein Blut, allein sein Blut ist das, wo er ist als unser nicht Erlöser seine, gestorben. Chakren, nicht seine Werke, nein. Nicht Allah, nicht Buddha, kein euch. Von dem Gesetz Toni, eure Werke bringen euch nicht in den Himmel. Okay, darf ich jetzt reden? Nur das Blut Jesu Christi rettet. Jesus Christus hat Blut von deiner Erbschuld erlöst. Und deine Erbschuld ist mit Adam und Eva, dass Eva den Apfel an Adam gegessen hat und deswegen wurden sie aus dem Paradies verdammt. Für diese Erbsünde, die jeder Mensch in sich getragen hat, für diese Erbsünde ist Jesus gestorben, wenn du es genau wissen willst, okay? Und jetzt frage ich dich eins. Ein Gott, der eigentlich den Menschen verzeiht und du kannst Sünden begehen und Jesus und dann kommst du an Gott ran. Glaubst du, so ein Gott wird seine Kinder dafür wird die Kinder bestrafen, wenn die Eltern einen Fehler gemacht haben? Gott ist gerecht. Ich frage dich. Gibt der Frage, du hast einen freien Willen. Hey, Gott hat keinen Roboter geschaffen. Gott hat keinen Roboter geschaffen, er hat freien Willen gegeben. Du kannst entscheiden, was hallo, du tust. Toni, hallo, kannst du keine Antwort geben? Was? Glaubst du, so ein Gott hat es nötig, die unschuldigen Kinder für die Sünde ihrer Eltern zu bestrafen? Frage und ich würde gerne eine Antwort von dir hören. Denn sie sind durch, des Himmelsreich sicher, durch den Sündenfall sind alle Menschen gestorben. Und der Tod kam durch die Sünde. Weißt du, was du redest? Der Tod kam durch die Sünde. Und der Tod ist der Lohn der Sünde. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Das ist der Preis dafür, dass du gesündigt hast. Aha. Und ich dachte, da hat dich ja Jesus erlöst von. Ja, hat er, im Fleisch. Dann bist du ja unendlich alt, Toni, oder? Weil du hast ja Jesus angenommen, das heißt, du kannst ja gar nicht mehr sterben. Du bist ja erlöst von der Sünde, oder? Nee, also wenn ich mein Leib ist ja nicht ewig. Mein Leib ist ja sterblich, aber meine Seele lebt. Super. Deine Seele ist immer unsterblich. Ja, genau. Meine Seele ist ja ewig. Aber wenn ich hier auf Erde nicht Gott ehre und nicht Jesus Christus annehme, dann werde ich dann zur Hölle fahren.
Genau. Und mit dieser Angst lebst du und aus dieser Angst heraus triffst du, wenn du mal eine gute Entscheidung triffst. Gar nicht. Und nicht aus deinem Herzen. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann lebst du gefährlich. Nur weil du den Menschen was Gutes tun willst. Nur weil du Angst hast, in der Hölle zu landen. Nein, stimmt nicht. Du bist ein sehr reiner Mensch, der nur wegen Angst gut handelt. Das ist dasselbe, warum Menschen in Deutschland sich nicht gegenseitig die Köpfe einhauen, weil dafür gibt es Gesetze. Fallen die Gesetze weg, hauen sie die Köpfe sagt, ein. Sind die also gute die Menschen, Furcht, weil sie sich nicht die Köpfe einhauen, nur weil es Gesetze gibt? Frage. Also es gibt keinen Grund, gut zu sein. Ohne Gott gibt es keinen Grund, gut zu sein. Ich glaube auch an Gott. Leute, ganz kurz, sammelt eure Chakren. In der Ruhe liegt die Kraft. Und streitet nicht. Versucht. Ohne Gott ist alles erlaubt. Ohne Gott gibt es keinen Grund für Moral. Ja, aber Toni, du musst auf diese Art und Weise wirst du keine Unterhaltung führen. Ja, aber er redet, ich rede. Dann muss auch einer führen. Toni, soll ich euch an die Hand nehmen? Das glaube ich nicht, dass ich euch an die Hand nehmen muss. Ihr seid alle erwachsen, so kann man keine Unterhaltung führen und schon gar nicht hört man dem anderen zu, wenn man sich so angeht. Weißt du, das ist auch nicht schön für die Leute im Chat, die können kaum noch dieses Gespräch folgen, weil das so durcheinander ist und keiner weiß mehr genau, wo was überhaupt, wo die Nase läuft. Genau. Toni, weißt du was? Ich meine, nicht böse, ihr Lieben. Weißt du, was wir machen, Toni? Ich nehme dich, Händchen, und Neo, Händchen, und dann gehen wir in den Wald und dann singen wir Gummibärbande zusammen. Damit ihr endlich mal in den Frieden kommt. Kommt schon, Leute. Ne? Ich kann ja nichts fragen, das ist der redet ja dann immer dazwischen, aber vielleicht will er ja was sagen, ja, komm, dann soll er nicht. Ich habe dich gefragt, glaubst du, dass ein Gott... Leute, hier gibt es einer, der nennt sich Fotzensaft. Das habe ich auch gerade gesehen. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ey, das ist so geil. Warte das mal, keine so Antwort geil. Von Johnny. Ich habe 100 Views auf jedem Video, deswegen bin ich nicht interessant. Sehr interessante Aussage. Videos machen die Menschen interessant. Und die Klicks sind entscheidend. Die Aufrufe sind entscheidend. Entschuldigung. Flex. Johnny, du hast das Leben verstanden. Flex. Guck mal, von welchem Thema wir jetzt auf was für ein Thema wir gekommen sind. Ich weiß, wir sind komplett vom Thema weg. Ja, komplett. Überleg mal, wir waren bei Israel, Palästina und dann auf Religion. Und jetzt sind wir auf Chakra und von Chakra auf Fotzensaft. Den letzten intellektuellen Schritt hast aber du gemacht. Oh Mann, ey, scheiße. Unglaublich. Was ein krasser Stream hier, ey. Das ist anstrengend mit euch, aber sehr unterhaltsam und schon interessant, ne? Deswegen habe ich gesagt, stell mir nicht die Frage, dass du sagst, ich soll irgendwas erzählen von Anfang an. Ja, war alles gut, Mann. Wir haben ja schöne Gespräche, auch wenn es mal hitzig sein kann. Ist ja trotzdem sehr interessant, aber ihr müsst einfach nur, wenn ihr hier hochkommt, ihr müsst einfach nur versuchen, so respektvoll wie möglich dann zu sein, weil wenn ihr euch so angeht, dann kommen wir ja nie zu Worten. Wir wollen mal den Bruder David mal sprechen lassen, weil der war die ganze Zeit ruhig. Also mir würde es zu Herzen mal liegen, wenn Bruder David mal spricht. Bruder David, komm. Simba und Daniel warten schon lange, ja. Ja, alles gut. Ich habe gerade nichts zu sagen. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade am Anfang gesagt, lass uns nicht alle auf diesem politischen Thema ein Süppchen kochen. Aber jetzt hat jeder seine Suppe einmal warm gemacht. Ja, aber ich bin nicht satt geworden. Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Du hast gar nicht aufgegessen. Ja, ich bin gleich wieder da, Leute. Deswegen, ihr könnt ruhig weiterreden, bin gleich wieder zurück. David, Bruder, wolltest du was sagen? Nein, gar nicht, nein. Aber vielleicht Daniel, Simba oder Nino. David weiß ich, der wollte. Ja. Nee, das habe ich vorhin gesagt. Ich wollte nur sagen, dass eine
was ich schon gesagt habe, also, dass wenn man so eine Unterhaltung führt, man tauscht sich ja aus, aber ich glaube weniger, dass wenn man sich so angeht, dass das so angenommen wird von dem anderen. Also man sollte schon die Fähigkeit haben, auch wenn man anderer Meinung ist, den anderen auf jeden Fall mal ausgehen zu lassen. Dann kann man auch vernünftig auf das eingehen, was er gesagt hat. Ne? Das bringt ja nichts. Ich verstehe das zwar auch, ich habe auch manchmal keine Geduld, wenn Leute aus meiner Sicht etwas reden, was für mich blödsinnig ist, dann will ich am liebsten auch sagen, boah, Mann, hör auf und dazwischen reden, aber man sollte schon lernen, dass man das nicht tut. Daniel, die Sache ist bei Toni auch so, wenn er manchmal was sagt, also Toni ist mir jetzt schon ein bisschen länger geläufig hier und ich bin öfters mit ihm auch in Lives, manchmal drückt er sich hart aus oder auch unglücklich und dann kommt die Tonlage, für die er nicht mal was kann, dass er so, das kommt so schroff rüber und wenn man ihn nicht kennt, könnte man sich angegriffen fühlen, weißt du? Und das ist so eine Sache, vielleicht sagt dir das auch keiner, Toni, oder so, das wollte ich dir nur sagen. Nee, das stimme ich da zu, Bruder. Ich meine das nicht böse, ja. Nee, aber ich meine es auch nicht böse. Das ist nur meine Art. Weißt du warum? Weil mir geht es darum, dass der Mensch die Information aufnimmt über Jesus, weil die Zeit ist kurz und man kann heute oder morgen sterben. Man kommt auch nicht mehr zurück. Man ist ja weg hier. Man ist ja weg. Man lebt ja nur einmal. Und die Menschen, das ist schön, dass du das sagst. Unterschätzen das. Und ich möchte, dass die Information haben, dass Jesus der einzige Weg ist und dass sie vor ihrem Tod nochmal sich an Jesus erinnern. Und aus dem Grund möchte ich so viel Information, Input geben. Und nicht, weil ich böse auf den Menschen bin. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass der Mensch begreift, wer Jesus ist. Und das ist manchmal das ist aber die Frage, dass dein Rezept dazu musst du ein bisschen verändern, weil ich glaube nicht, wenn du jemanden sagst, hey, dein Gott ist Satan oder sowas, ich glaube nicht, dass er davon begeistert sein wird und dir noch weiter zuhört. Ja, mal, der wird eher abgeturnt sein hätte, darauf, weißt du? Er hätte mich schon eine Vase gemacht, dass ich jedem gefalle, aber das ist nicht meine Aufgabe, nein, dass ich den Menschen nein, davon spreche ich nicht. Nee, darum ich spreche nicht, davon, darum das kann sehr verletzend sein, davon rede ich. Wenn ich dich verletze, kann ich dich von meiner Sache überzeugen. Jetzt wirklich aber, so genau, Hand aufs Herz. Genau, das ist mein Punkt, Bruder. Genau das ist mein Punkt. Damit der Mensch anfängt, sein Gehirn zu rattern. Und warum sagt er das? Und so was. Bei mir hat es funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Man muss Beton fressen. Das Leben schenkt dir nichts. Das Leben ist kein Kinderkampf. Du bist auch ein Harter, aber manche Leute können mit sowas nicht umgehen. Und es ist sehr verletzend, wie es rüberkommt auch manchmal für den einen oder anderen. Ich bin kein Harter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das denke ich auch nicht. Schau mal, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Dir hört nur jemand zu, wenn du ihm auch zuhörst. Ganz einfach. Also wenn du es wichtig findest, dass jemand dir zuhört, also es gilt für jeden, ne? Wenn man will, dass einem der andere zuhört, muss man auch selber zuhören. Sonst hört er dir auch nicht mehr zu. Ist ja klar. Nee, ich höre schon zu. Aber wenn ich so manche Themen höre, wie du gerade gesagt hast, Debatten TV, weißt du, manchmal will man das halt mal unterbrechen, weil du weißt, du kennst den Quatsch, was jetzt Leute, kommt oder so. Leute, ganz kurz, ich werde jetzt lächeln. Sagt mir, ob ihr meine Zähne seht. Lächel mal. Ja. Wunderbar, schneeweiß. Zahnpasta-Lächeln. Alter, ich feier das so geil. The man of color. Yeah, the man of the color. The man of the color. Wunderbares Zahnpasta-Lächeln. Gelobt sei der Herr. Ja. So muss sein, man muss ja auch ein bisschen Spaß mit reinbringen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt meine Planung machen. Ich werde Toni und Neo zusammen Händchen halten und dass wir dann alle gemeinsam durch den Wald laufen und den Gummibärbande zusammen singen. Das machen wir. Ja. Ja, den Text könntest du uns ja jetzt schon beibringen, oder? Also Toni werde ich es beibringen und Neo auch. Und dann versuchen wir nebenbei noch die Chakren zu eröffnen. Ne? Das machen wir. Nein, Leute, Spaß beiseite. Wir müssen ja realistisch bleiben, ne? Mein Gott. Wenn Toni, wenn ich jemanden zum Beispiel, das mache ich nicht oft,
Ja, aber wenn ich das Gefühl habe, der Gegenübere von mir, der ist mir da aufgeschlossen im Glauben, was ich meine, ne? Dann versuche ich das immer so ein Ja. bisschen sensibel zu gestalten. Also ich versuche denjenigen schon mit so Mitgefühl auch das an den Mann zu bringen. Weißt du, was ich meine? Ich versuche ihn Ja, nicht aber jetzt ist er. zu verletzen, weil das ist auch nicht, glaube ich, unser Wille, oder? Jemanden zu verletzen im Nein, Wort also guck natürlich. mal, ich sehe das so. Mir geht es um den Menschen, dass wirklich seine Seele gerettet wird. Und ich möchte nicht unnötig den Menschen um den heißen Brei quatschen und einfach mit ihm wie so Kindergarten, so Paradieswelt leben, weil das ist nicht so. Es Davon kann spreche ich nicht. Ich spreche nicht davon, mein Lieber. jederzeit vorbei sein, weißt? Es kann jederzeit Das soll vorbei auch sein. nicht sein. Aber leider ist so. Leider wir wissen nicht, was passiert. Und wir haben keine Garantie, dass wir morgen leben. Wer sagt, dass du morgen lebst? Verstehst du? Das ist allein die Gnade Gottes. Allein die Gnade Gottes gibt uns unseren Herzschlag, dass wir leben. Gott kann mit dem Finger schnipsen, du bist weg. Das ist seine Entscheidung. Nicht die Chakren, niemand hat die Macht über deine Seele, allein Gott. Und Ja, wenn also du hast jemand nicht die sagt, Macht, ob du dich gesund ernährst oder ungesund ernährst, und du glaubst nicht, wenn du dich gesund ernährst, dass du zum Beispiel älter wirst, weil du einen gesunden Körper hast und ein nein, gesunder Körper Gott und ein hat auch einen gesunder Geist Verstand gegeben. zusammengehört. Schau mal, Gott hat einen Verstand gegeben. Er hat die Natur wunderschön gemacht. Und Gott hat dir alles in Maßen gegeben. Und du sollst auch deinen Verstand benutzen. Also Egal was du tust. Schau, also wenn du viel Wasser trinkst, das ist auch ungesund. Wasser ist eigentlich unschädlich. Aber wenn du viel Wasser trinkst, ist es ungesund. Wenn du Ja, mal die Dosis irgendwas viel macht das machst, Gift. es kommt auf die Menge an. Benutze einfach deinen Kopf. Nimm keine Drogen. Guck die Natur an. Die Natur ist doch perfekt. Also dein ganzer Die Kühlschrank Tiere ist nehmen nur auch keine Drogen. Naturprodukte, oder? In deinem Kühlschrank finde ich nur Obst und Gemüse und Naturprodukte, oder? Keine Nein, konventionelle Nahrung, ich oder? esse, was mir gefällt. Ich esse, was mir gefällt. Weil, Ja, dann mach weil weiter so. aber im Ungesunder Endeffekt. Körper, ungesunder Geist. Nein, Ja, das ist doch, nicht so. doch, 100%. Wenn du Parasiten im Körper hast, Nein, dann hast du keinen weil reinen Geist Gott mehr. reinigt meinen Geist. Gott reinigt immer wieder meinen Geist. Und mein Ist das Körper etwa so kommt eine in Ferndiagnose? Ja, was? Das ist eine Festdiagnose. Kostet doch nichts. Also, wenn ich im Gebet gehe, ich vertraue meinem Herrn. Und Gott, guck mal, Ja, es dann gibt ja gehen die viele gesunde Parasiten aus Menschen. deinem Körper raus, Ja, aber es gibt ja keine automatisch. Garantie, dass. Guck mal, es gibt Ja? Menschen, die gesund gestorben sind. Und es gibt Menschen, die alles gemacht haben und trotzdem 100 Jahre gelebt haben. Das gibt Aber keine was ist das denn Garantie, für ein man hat nicht. Sagt ja nicht Was ist das keinen, denn der für ein geglaubt hat wie ein Schlot und dann trotzdem 100 Jahre alt geworden ist. Kenne ich nicht. Doch, gibt's Es tut schon. auch noch zur Sache. Ich kenne auch Leute, die über die Autobahn gelaufen sind und noch leben. Deswegen würde ich aber nicht auf die Idee kommen, zu sagen, es ist Genau. okay, über die Autobahn zu laufen. Genau, ja, aber Warum das ist doch nicht? voll der dumme Argument, dass man Weil jetzt das sich dumm ist. nur weil man gesund ist, gesund ernährt, das ist auch kein kluger Argument. Das ist zwar gut, man soll sich gut ernähren, ja, aber man soll seinen Körper irgendwie. Aber sei mal ehrlich, heutzutage ist doch alles vergiftet, Mann. Wer achtet noch? Wo willst du überall, wenn du einkaufen gehst, ist doch alles verseucht und alles Ich Fake frage Essen, mich ja, alles was nimmst du du zum musst überall, Beispiel her, um keine deinen Körper Ahnung. zu entgiften? Was nimmst du zu dir, Leute, um deinen Körper zu Leute, entgiften? ich habe gerade eben gesehen, wir sind auf Platz 34, Mann, mit den Punkten. Voll krass, okay? Brutal. Man läuft bei uns. Alter, wir sind Platz 34, Mann. Geil. Was ist Ja, auch in man der soll Tabelle? guck mal. Neo, Gott sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, was wir essen oder nicht essen. Gott sorgt für den morgigen Tag und der nächste Tag sorgt schon. Also, Nee, 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 er wir hat sollen nicht uns. gesagt, Gott das hat er sagt, du nicht sollst kein gesagt. Schweinefleisch essen, du sollst keine Doch, hat er gesagt. Milchprodukte. Nein, Nein. nein, Gott hat Nein, nicht gesagt, er es ist ja ist gesagt, egal, was wir nicht. essen. Das hat er nicht Hat gesagt. Gott nie Nein, gesagt. wir sollen uns keine Sorgen machen, was wir Nein. essen oder nicht. Nein. Doch, Du darfst doch. keine Meeresfrüchte essen, du darfst kein Schweinefleisch essen, du darfst nur Paarhüfe und Hallo, Wiederkäuer essen ich und bin so weiter. kein Jude, ich bin kein Jude, ich bin kein Jude, ich bin von den Das Heiden zum Christentum hält Jesus sich auch an gekommen. das Alte Testament, an die Grundgesetze. Ja, aber einmal zu, du musst was unterscheiden. Diese Ja. 613 Gebote,
Okay, dann musst du alle 613 Gebote einhalten. Wenn du religiös bist und du möchtest durch deinen Erlöser errettet werden, solltest du dich an deine 613 Gebote halten. Ich habe solche Gebote nicht. Ich habe nur das Gebot, ein lieber Mensch zu sein, Nächstenliebe zu haben, Mitgefühl zu haben, Geduld mit meinen Menschen zu haben. Friedlich mit meinen Menschen umzugehen, nicht gierig zu sein. Darf ich nicht reden? Man versteht wieder nichts. So. Man versteht nichts. Toni, lass Leute, noch mal brüllt euch mal. Bitte. Nero, versuch's nochmal. Das Gesetz ist ein Spiegel, das wir nicht einhalten können. Niemand kann die 613 Gebote einhalten. Aus dem Grund kam Jesus Christus, dass er mit seinem Blut bezahlt, dass wir alle gerettet sind. Kein Mensch kann die Gesetze erfüllen. Okay, darf ich jetzt eigentlich Menschen? Ich habe eine Frage. Also darf ich ja Menschen töten und ich glaube an Jesus Christus und er verzeiht mir meine Sünde und ich komme in den Himmel? Nein, also, da hast du das nicht verstanden. Da hast du das nicht verstanden. Von Mörder, Betrüger, Diebe, gierige Menschen und so weiter. Das meinst du wirklich, im Himmel sind das gierige, zeigt, dass du den Geist Gottes nicht verstanden. Menschen? Nein, das. Ja, dann frage ich dich. Ist, die Menschen, die Jesus angenommen haben, haben immer noch Gier in sich, immer noch Eifersucht in sich und so weiter. Nein. Und die haben nicht in sich angenommen. Und jetzt kommen diese Menschen in den Himmel. Das heißt, du glaubst wirklich, der Himmel besteht voll aus Betrügern, gierigen Menschen. Nein. Okay, ich möchte was dazu sagen. Ich möchte was dazu sagen. Toni, warte. Toni, warte. Neo, um das Ganze zu verstehen, Neo, man darf den Menschen nicht mit der Bibel vergleichen. Warum? Weil wir Menschen machen sehr viele Fehler. Okay, das darfst du nicht vergessen. Wir Menschen machen sehr, sehr viele Fehler. Und wir sind Sünder. Okay, wir sündigen alle. Wir sind nicht perfekt. Okay, auch Gott vergibt den Sünder. Natürlich, wenn dieser Sünder im ganzen Herzen weiß, dass er gesündigt hat und dass es nicht richtig ist, dann gibt ihn der Herr. Weißt du, was ich meine? Aber diese Sünde auch nie wieder zu tun. Weißt du, was ich meine? Das ist doch der Punkt. Ich sag ja nicht, schau mal, die Leute sind damals alle Buddha nachgelaufen, haben die Lehre vom Buddha versucht nachzumachen und haben sein Verhalten imitiert. Haben meditiert, wenn er meditiert und so weiter und so fort. Diese Menschen haben aber alle nicht die Erlösung durch Buddha erfahren können, okay? Ja. Warum? Weil sie nicht ihren eigenen Weg gegangen sind. Und der eigene Weg bedeutet, dass wir natürlich Fehler machen. Dass wir aus den Fehlern lernen. Und das, was wir gelernt haben, bedeutet, dass wir den Fehler nicht nochmal wiederholen. Okay? Und wenn das so ist, dann ist alles in Ordnung. Da brauche ich keinen Jesus, der mir verzeiht, sondern da muss ich einfach aus meinem Fehler gelernt haben. Und ein Fehler ist nichts Falsches, wenn wir daraus was gelernt haben. Weil wenn wir keine Fehler machen können, dann könnten wir uns nie verbessern. Ja, aber Neo, guck mal, wenn du jetzt vom Buddha sprichst, du weißt aber schon, dass Buddha Richtung Götzendienst geht, das weißt du schon, oder? Schau mal, Buddha war ein Mensch, der den Leuten gezeigt hat, wie man die Erleuchtung findet, wie man alle seine 7 Chakren öffnet und wie die Energie im Körper richtig fließt. Und aber doch nicht eine Erlösung durch Buddha, das ist Götzendienst. Nein, ich brauche keine Erlösung durch Buddha, ich brauche keine Erlösung durch keine Religion. Ich handle stets nach meinem Herzen und schaue, dass ich den Menschen in meiner Umgebung und allen Menschen auf der Welt nur Gutes tue, keinen Schaden zufüge, okay, dass aber ich Neo, mir Fehler antun, verzeihe und so weiter und so fort. Ja, aber Neo, hast du eventuell vielleicht die Bibel gelesen? Dann würdest du verstehen, dass man dieses Buddhismus und alles drum und dran. Hinduismus ist das bei ihm. Oder Hinduismus, sorry. Lies, ich würde dir empfehlen, einfach mal die Bibel zu lesen. Lies es einfach. Vertrau mir. Dann hast du eine ganz andere Sicht. Dann wirst du auch verstehen, warum ich das dir sage. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem Moslem ungefähr über 6 Stunden geredet, über meine spirituelle Ansicht und seine Ansicht vom Koran. Ein sehr, sehr gebildeter Mensch, der den Koran wirklich verstanden hat, nicht nur gelesen hat und drüber geflogen ist. Der hat ihn wirklich verstanden. Und ich habe 6 Stunden mit ihm geredet und es ging über alle möglichen Themen, über meine Ansicht von den Themen. Und er konnte mir im Koran aufzeigen, wo diese Ansicht, die ich vertrete, im Koran auch nochmal wiedergespiegelt wird. Und wir haben beide voneinander lernen können. Ich kam nämlich von der spirituellen Seite und er kam natürlich von der gelehrten Seite, dass er sich das ganze Buch, also mit dem Koran und so weiter, wirklich auseinandergesetzt hat und nicht einmal drüber geflogen ist. Aber du darfst auch nicht verstehen, du darfst auch nicht vergessen, es gibt Moslems, die lesen den Koran, aber dann gibt es die Ex-Muslime, wie gesagt, die haben verstanden, was das drin steht,
Und wenn du die passende Hadithe und die Tafsire dazu lesen tust, dann wissen sie quasi, um was es da drinnen wirklich geht. So, es heißt aber jetzt nicht, dass das falsch ist oder sonstiges, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber du musst auch verstehen müssen, was du da lesen tust. Und wenn du dazu die Hadithe aufschlägst und die Bedeutungen natürlich lesen tust und verstehst, was da drinnen steht, ja, verstehst du, da trifft man gewisse Entscheidungen und sagt, okay, hey, das ist nichts für mich, ich entferne mich. Das Gleiche gilt auch im Christentum, natürlich. Es gibt manche, die lesen und verstehen das nicht und bilden dann quasi ihre eigene komische Ideologie oder Meinungen, die nicht mal zusammenpassen. Deswegen, ich würde dir einfach empfehlen, lies einfach und du wirst verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte dir auch nichts Falsches sagen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, nur ich bin gerade in einer Phase, wo ich Sachen ablegen muss, weil meine Entscheidungen aus freien Stücken vom Herzen kommen müssen und nicht, weil ich... Aber deine Probleme musst du den Herrn ablegen und nicht irgendwie ein Buddha. Meine Probleme sind meine Traumata, sind meine Blockaden, die meinen Energiefluss stören und die kann ich aber bearbeiten und die kann ich selber, Darf ich dir was sagen? Leg deine Probleme, die du hast, leg es dem Herrn. Gib es dem Herrn, deine Probleme, die du hast. Ich habe denselben Herrn wie ihr. Ich glaube an denselben Gott, an dieselbe Quelle, wo wir alle herkommen. Ich glaube an dieselbe Quelle. Nein, ich brauche kein Buch. Du hast so gesagt, ja, aber du kannst Gott, doch nicht. Okay, Moment, sagen, Moment. Es gibt nur einen sich selbst erschaffenden Gott. Und der hat uns alle erschaffen. Das ist der Creator. Und es gibt ihm gilt das höchste Lob, das höchste Dankbarkeit und so weiter. Keinem anderen Lebewesen. Richtig, keiner aber der nicht in den Baum und nicht irgendeinem anderen Lebewesen. Richtig, dieselbe Ethik habe ich auch in meinem Kopf. Da brauchen wir nicht berichten. Aber du darfst dann Hinduismus nicht praktizieren. Ich praktiziere keine Religion. Neo, Entschuldigung, da muss ich kurz mal reingrätschen. Bruder David, ja. Du hast vorhin gesagt, Jesus ist nicht Gott und damit haben wir nicht die gleichen. Den gleichen Gott, ja. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, ich sag dir, in jedem Menschen, in jedem Stein, in jedem Baum steckt das Göttliche drinnen. Das du ist deine spirituelle Lehre, ja. Deine esoterische Lehre. Es gibt nur einen Creator und er hat dich erschaffen. Aus was hat er dich erschaffen? Aus sich selbst. Also bist du ein Teil von ihm. Nein, du bist aus seinem Odem. Der Mensch ist aus dem Odem Gottes erschaffen, nicht aus seinem Geist. Gott ist das Geist. Gott ist Geist selbst. Aber der Gott. Ja. Also Gott, du hast keinen Geist. Du hast selber keinen Geist. Gott, Yahweh, hat uns einen Geist gegeben. Aber dein Geist ist nicht Gott. Dein und welchen Geist, Geist hat er dir gegeben? Hat er dir den Geist von dem Luzifer gegeben oder was? Nein, aber der Mensch entscheidet sich. Luzifer, der Morgenstern, der war der erste Engel. Ja, natürlich. Einer, und so weiter, genau. Ja. Wissen wir doch. Und er hat die Engel geführt. Er war sozusagen der Führer von allen Engeln. Okay, und er hat gegen Gott rebelliert, weil er sich als besser gesehen hat. Ja, und deswegen ist er der gefallene Engel. Es ist einfach so. Und er weilt mit uns hier auf dieser Erde. Er ist auch, weißt gerade, was ich Moment, und er ist auch Moment, gerade in der Schweiz, wenn du es wissen willst. Es steht auch in der Bibel drin, wo er ist. Ja, es gibt eine Beschreibung. Ja, er ist, er weilt mit uns auf jeden Fall. Ja. Gerade im Moment bei CERN in der Nähe, in der Schweiz, ja. Da ist er gerade, ja. Und dort machen sie ein Portal auf, um dämonische Kräfte vermehrt hierher zu lassen, ja. Alter, das ist krass. Ja, Wahnsinn. Ja, und die haben doch auch eine indische Göttin mit diesen vielen Händen. Shiva. Genau, Shiva. Dem dienen sie doch, diese komische Schiffe. Shiva ist der Gott der Zerstörung und des Neuanfangs. Und alles, was, wenn du ein neues System installieren willst, dann musst du das alte System erstmal zerstören. Und das werdet ihr alle demnächst bald mitbekommen. Das System wird komplett fallen und dann wird ein neues System installiert. Deswegen auch der Krieg in Israel, neuer Tempelbau. Dann kommt der Antichrist, der wird als neuer Messias präsentiert. Der echte Messias kommt aber erst in 30 Jahren. Und jeder, der jetzt mit dem Antichrist dann mitläuft, selber schuld. Ja, aber Neo. Wenn der echte Messias kommt, das weiß niemand. Weil Jesus sagte, niemand weiß, wann, also er kommt zu einer später Stunde, wo niemand weiß. Ja, wo niemand damit rechnet. Ungefähr in 2 Jahren. Ja.
Das kannst du jetzt nicht, kann auch jetzt kommen. Ja, brauchst nicht mehr so lange warten, dann erlebst du es mit. Nur ein bisschen gesund ernähren, damit du nicht zu früh von uns gehst. Ja, das weiß ich nicht, aber meine Seele ist auf jeden Fall gerettet, kann ich dir sagen. Auch wenn ich jetzt gehe. Keine Ahnung. Boah, jetzt habt ihr aber alle was rausgehauen, mein Gott. Schau mal, ich sehe das so, ich sehe das leicht so. Wenn du wissen willst, was ich als Himmel und Hölle betrachte. Du kannst dir vorstellen, der Raum, wo du hinkommst, ist eine Insel und das tausendmal du. Und wenn du netter, liebevoller, hilfsbereiter Mensch bist, dann hast du die schönste Insel und ihr arbeitet alle glücklich und liebevoll miteinander zusammen. Wenn du aber ein hasserfüllter Mensch bist, der voller Gier ist und voller Neid, dann ist die Insel mit tausend Leuten bevölkert, die gierig sind, sich die Köpfe einschlagen, neidisch sind, wenn der eine ein schöneres Haus gebaut hat und so weiter. Und das ist Himmel und Hölle. Und Himmel und Hölle hast du in deinem Kopf auch. Das heißt, die Menschen, die niedrig schwingen, zum Beispiel, indem sie Blockaden haben und Traumata erlitten haben oder einfach nur, weil sie schlechte Menschen waren, die schwingen niedrig und die leben in ihrer eigenen Hölle. Da kannst du mal gerne mit Leuten reden, die unter starken Depressionen leiden. Die würden sich am liebsten das Leben nehmen, okay? Das heißt, jeder Mensch kann natürlich in seiner Stufe leben, in der er möchte. Und jeder Mensch kann es sich aussuchen. Aber wenn du weiter oben schwingen möchtest und ein lieber Mensch sein musst, dann musst du halt die niederen Dinge ablegen. Sowas wie Neid, Gier, Eifersucht, Hass. Ja, aber das ist doch alles durch diese Sünde entstanden, dass der Satan die Menschen unterdrückt mit diesem ganzen Schrott, mit dieser ganzen Eifersucht und die ganze was. Was das meinst kommt von Satan. Du lebst in Babylon und alles, was mit AI zu tun hat, ist Transhumanismus, ist alles gegen Gott, spricht alles gegen Gott. Und die Entwicklung, die kommt in 15 Minuten Städten, RFID-Chip. Gegen Gott weniger. Die Menschen sind eher gegen Jesus. Ne? Guck mal, jeder ist gegen Jesus. Weißt du, guck mal, Neo, alle. Warum wollte ich zum Beispiel alles Jesus glauben? Sein? Eine fiktive Person in meiner Realität, weil ich war nicht da und für mich gibt es nur die Gegenwart. Die Vergangenheit ist eine Erinnerung an die Gegenwart und die Zukunft ist eine Manifestation an die Zukunft. Ob die eintritt oder nicht, weißt du nicht. Und trotzdem, wenn ich sage, wir treffen uns morgen, dann treffen wir uns im Jetzt, immer nur in der Gegenwart. Wir treffen uns dann nicht morgen. Und es kann passieren, dass wir uns morgen gar nicht treffen, weil was dazwischen kommt. Das heißt, es ist einfach nur eine Realität. Wisst ihr, was wir machen müssen, Leute? Wir müssen uns alle verbünden und wir rüsten uns mit dem Schwert Gottes. Und dann gehen wir nach CERN und verjagen den Satan. Merkt euch das. Aber die beschleunigen doch nur Teilchen. Sie verteilen kein Teilchen, sie wollen Gott spielen. Sie wollen doch, die beschleunigen Teilchen. Ja, aber das ist doch, was soll das? Die wollen doch irgendwas erschaffen. Ich weiß nicht genau was. Irgend so eine Sonne das oder so. Das ist Physik. Ein schwarzes Loch. Ja, genau, irgendwas war da, was die da produzieren. Ein schwarzes Loch ist eine Verbindung mit einer anderen Dimension. Das heißt, in einer anderen Dimension steht auch ein schwarzes Loch, eine Dimension, die wir gar nicht skalieren können, welche sich öffnet. Und die skalieren halt mit negativen Kräften und negativen Energien. Das heißt, mit satanischen... Okay, wenn die in CERN ein schwarzes Loch erstellen würden oder hätten, dann wäre der Planet Portal, weg. Ein Portal, nicht ein schwarzes Loch, nenn es ein Portal. Twilight. Ja, und woher weißt du das? Wie Stargate. Woher weißt du das? Guck mal, was Satan angerichtet hat. Der hat so viele Menschen in die Irre geführt, ey, das ist unglaublich. Das wundert mich enorm, das ist brutal. Also was er mit den Menschen gemacht hat, so komplett die Gehirne verdreht. Ich glaube nur nicht, dass Jesus Gott ist, Bruder. Merkst du? Du darfst alles glauben, alles ist erlaubt, aber du darfst nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Dann ist vorbei. Naja, auf jeden Fall haben wir vorhin über Krieg und echte Probleme auf der Welt gesprochen und jetzt hast du gesehen, was die große Ablenkung ist. Also, ja. Haben wir schön über alles Mögliche geredet und da sterben immer noch Menschen, ganz einfach. Nein, aber das ist die wahre Ablenkung. Die wahre Ablenkung ist der Krieg. Das echte Thema ist wirklich, dass der Mensch endlich wieder seine höheres Selbst findet, zueinander findet, seine Vorurteile abbaut und dass wir wieder miteinander reden können, ohne dass wir streiten und so weiter. Das ist das, was wir gerade machen müssen. Richtig. Und nicht irgendwie. Ja, aber darüber haben wir ja geredet vorhin.
Ja, ja, aber nicht irgendwie Theorien und Geschichten, die man halt hört und sieht und irgendwie immer weiter ausdiskutieren oder so, sondern man kann sich ja wirklich gerne so Weltbilder austauschen. Dafür bin ich da zum Beispiel. Ich sag gerne, wie ich denke, was mein Weltbild ist, meine Wahrheit, und ich höre mir gerne die Wahrheit von anderen an. Aber wenn mir ein anderer erzählt, deine Wahrheit ist falsch, ich akzeptiere jede Wahrheit. Ich akzeptiere auch, dass er für Jesus, für Gott hält. Ich sage nicht, für mich ist es nicht richtig, aber es ist deine Meinung, akzeptiere ich. Brauche ich nicht streiten, ich will ihn ja nicht überzeugen. Neo, darf ich dir was sagen? Und zwar, guck mal, ich habe einige Sachen im Leben ja erlebt, wo ich selber bezeugen kann, ja, und das ist meine Meinung, ja, wer das nicht glauben möchte, braucht es auch nicht glauben, das ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Ich werde nur die Wahrheit hier sprechen. Ich habe Astralreisen gehabt, ja, das kam ich habe es noch nie praktiziert. Entweder es ist eine Gabe, die dir gegeben worden ist, oder nicht. So, und ich kann dir eine Sache sagen, ja, es gibt Himmel und Hölle, okay, und ich kann dir sagen, ja, ich werde es klipp und klar sagen, der Herr Jesus Christus lebt wirklich. Und ich kann dir sagen, er ist die Wahrheit und das Licht. Vertrau mir. Er ist die Wahrheit und das Licht. Und wer das nicht glauben möchte, der braucht es nicht glauben. Aber ich kann euch eins garantieren. Der Herr ist wirklich wahrlich der Gott. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er ist wahrlich der Gott. Er ist einfach die Wahrheit. Also ich kann dir auch dazu sagen, ich bin auch Astralreisender. Ich habe eine richtige Astralreise hinter mir. Ich habe 1,5 Stunden meinen Körper verlassen. Und was ich an Informationen zum Beispiel von mir aus, also was ich mitbekommen habe, war, ich weiß, wie dieser ganze Reinkarnationskreislauf funktioniert. Und das Licht, wo die Menschen, ich hatte auch schon mehrere Nahtoderfahrungen, und das Licht, dieser Tunnel, wo die Menschen reingehen, da ist die komplette Liebe gespeichert, die man als Mensch in dem Leben erlebt hat. Und diese Menschen, Liebe ist der Herr Jesus Christus. Und diese Liebe, pass auf, und diese Liebe ist mit Magnetismus funktioniert die, also nicht mit Elektrizität, sondern Magnetismus. Und diese Energie ist aufgestellt worden und ist eine Falle, okay? Ich sag dir nur, was ich davon erfahren habe. Es ist eine Falle. Und die Leute, die wieder reingehen, denen wird das Gedächtnis gelöscht und du reinkarnierst auf der Erde, okay, in einem Schmerzkörper. Du kannst aber auch aus der Reinkarnation ausbrechen, ohne Probleme. Da musst du als Mensch lernen, von allem loslassen zu gönnen. Aber was hat Liebe mit Magnetismus zu tun? Weil die Welt in Dualismus aufgeteilt ist, in den elektrischen Part und einen magnetischen Part. So wie Sonne und Mond, so wie Mann und Frau und so weiter und so fort. Und das Tor oben ist magnetisch, ist Magnetismus. Das ist nicht das Stargate, was euch am Ende wieder in die befreit oder in den Himmel bringt oder sonst was, sondern einfach nur wieder Reinkarnation, damit du deine Leben auf der Erde absolvieren kannst. Neo, du hast nicht verstanden. Moment, Toni. Neo. Ich habe dir ja gerade eben ja was gesagt. Ich respektiere dich voll und ganz. Ich meine, du sprichst Sachen, ich kann dich verstehen, ja, aber was auch immer du gerade sagst, es entspricht nicht wirklich, es entspricht, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, es entspricht nicht der Wahrheit. Denn das, was ich gesehen habe, ja, ist die Wahrheit, ja, und das ist wirklich Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Ich habe Astralreisen gehabt. Ich habe wirklich Sachen gesehen, wo ich Angst bekommen habe und wo ich nach dem Namen Jesus Christus geschrien habe und nach Hilfe gebeten habe. Da ist was Außergewöhnliches passiert, wo ich sagen kann, wow, der Herr Jesus Christus lebt. Der Herr Jesus Christus ist das Licht. Der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Und deswegen rede ich darüber. Warum? Weil er die Wahrheit ist. Und fertig, Punkt, aus. Das ist die Wahrheit. Und ich werde nicht hier in TikTok reinkommen und irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Und ich kann dir sagen, er ist die Wahrheit. Er ist eindeutig die Wahrheit. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe eine Astralreise hinter mir. Ich werde bestimmt noch meine 20, 30 Astralreisen machen. Die Sache ist die,
Jeder kriegt dort die Information, die er gerade benötigt und die für ihn gerade richtig ist, okay? Wenn du Astralreisen machst und du triffst diese Lebewesen, die dich umgeben. Und wenn du natürlich an die Kraft Jesus Christus glaubst, und da ist ein Mensch gestorben und er hat eine krasse Energie gehabt. Und viele Menschen tun natürlich ihre Energie durch Gebete und durch Danksagungen und so weiter in diese Quelle rein nähren. Dann ist diese Quelle natürlich, wenn du an sie glaubst, auch existent bei dir da. Realität, Wirklichkeit. Sie kann bei dir wirken, wenn du sie zulässt, okay? Diese Quelle ist aber nicht die einzige das Quelle. Heißt, wenn ich das ist meine Energie. Diese Quelle ist nur eine. Aber das ist Blödsinn, was du sagst. Das heißt, wenn Menschen zu Satan beten oder zu Toten beten, dann werden sie die Energie, werden sie dann dadurch beeinflusst. Und das will ich aber nicht. Was habe ich gerade irgendwas von Satan und Toten gesagt? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Du sagst, wenn man seine Gebete irgendwo hinrichtet, dann wird diese Energie dich wird dich irgendwie beeinflussen. Aber das heißt, wenn Menschen dann ihre Gebete irgendwo hinrichten, dann wird dieses Ding, wo ich mein Gebet hinrichte, wird mich ja beeinflussen. Das will ich aber nicht. Es gibt ja sogar Predictive Programming. Da macht die Gesellschaft, sagt zum Beispiel, wir haben eine CO2-Erhöhung und dann wird Panik geschaffen und so weiter. Und am Ende wird es Realität bei den meisten Menschen. Sie nehmen das in ihre Realität auf und dadurch entsteht eine kollektive Realität, die in dieser Realität, wo wir gerade leben, manifestiert wurde von einer großen Gemeinde. Und das ist das Einzige, wie die Elite überhaupt auf die Menschen agieren kann. Ja, merkst du jetzt, und genau das ist doch der Punkt von uns Christen. Wir wollen, dass die Menschen zu Jesus kommen. Dann, aber zu einem Toten. Dann betest du doch auch zu einem Toten. Jesus Christus ist tot. Nein, dann Jesus war tot und ist auferstanden. Ich sehe ihn, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Seit 2000 Jahren habe ich Jesus nicht mehr rumlaufen sehen. Er ist doch Geist, Mann. Du musst ihn im Geist ist anbeten. Doch, ist er doch als Geist tot. Er muss ihn im Geist anbeten. Mensch tot. Wenn du ein Geist bist, als Mensch, wenn du zum Geist wirst, bist du doch tot hier. Dann sagt man doch tot dazu. Oder du kannst dich aber nicht mit Gott vergleichen. Du kannst dich nicht mit Jesus vergleichen. Dann braucht man nicht weiter darüber reden, weil da kommst du immer mit einem Thema, das du sagst, Jesus ist Gott, Moment, und deswegen geht das nicht anders. Aber das ist eine Einbahnstraße, weil du bist nicht bereit, von deiner Perspektive wegzutreten und das Thema von der anderen Seite anzuschauen. Musst du auch nicht. Ja, bei deiner Perspektive. Du investierst. Die Menschen investieren ihre ganze Angst in andere Menschen und sie werden beeinflusst, wie du gesagt hast. Also das ist für jeder seine Entscheidung. Ich habe keine Ängste in mir. Ich manifestiere keine Ängste. Ja, ich manifestiere auch keine Ängste. Du hast bestätigt, dass Menschen, die aus Angst, sie werden auch dadurch beeinflusst. Beispiel, also ich kann eine Sache sagen, die Pharisäer leben unter uns. Ja. Ja, und der Weg vom Gläubigen zum Pharisäer ist auch nicht weit. Ja, das ist das. Aber ich wollte noch mal kurz was sagen zum Thema Wahrheit, also Realität. Es gibt eine Wahrheit und eine Realität, ja? Und es gibt verschiedene Menschen. Moment, Neo, nicht nein, lass mich mal ausreden. So, und es gibt verschiedene Menschen, die an verschiedene Sachen glauben und die Welt betrachten und ihre Perspektive auf die Wahrheit haben, ja. Und offensichtlich merken wir ja in den Gesprächen hier ständig auf TikTok, dass Menschen verschiedene Sichten auf die Wahrheit haben und sie verschieden interpretieren, ja. So, und jeder ist natürlich davon überzeugt, dass er Recht hat. So, ne? Und jetzt ist die Frage, bleibt man immer ignorant auf seinem Standpunkt oder hört man sich die anderen Standpunkte an, versucht sie ehrlich zu reflektieren und entscheidet dann, okay, das ist Blödsinn oder da ist vielleicht sogar was dran oder nicht. Das heißt, einfach nur zu sagen, ich habe die Wahrheit, ja, ist ja schön, wenn man sie gefunden hat, wenn man Recht hat, dann hat man Glück gehabt, aber das ist noch kein Argument, ja. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es schon eine Wahrheit, ja. Also entweder eine Sache ist so oder sie ist nicht so. Sie kann nicht gleichzeitig so und nicht so sein. Das geht einfach nicht. Ich bin schon. Schau mal, wenn ich ein Schild nehme und auf der einen Seite steht ja und auf der anderen Seite steht nein. Und wir diskutieren jetzt drüber, dass da 100, dass da Nein auf dem Schild steht. Und ich sage, da steht Ja auf dem Schild. Solange ich nicht bereit bin, auf deine Seite rüberzukommen und von deiner Perspektive das, die Wirklichkeit zu betrachten und deine Wahrheit, deine Wahrheit ist deine Perspektive auf die Wirklichkeit. Deine Wahrheit. Nein, nein.
Natürlich. Nein, die Wahrheit ist, es gibt ein Schild, wo Ja und Nein draufsteht. Das ist die Wahrheit. Nein, das ist die Wirklichkeit. Die Wahrheit ist, wenn ich sage, auf dem Schild steht Ja, dann ist es die Wahrheit. Moment, was ist der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit? Kann ich dir erklären. Die Wirklichkeit, in der kannst du wirken, und die Wirklichkeit ist nicht eine Realität. Realitäten sind in deinem Kopf, die Wirklichkeit ist in der Welt. Die ist in der materiellen Welt. Okay, dann meinte ich Wirklichkeit. Dann meinte ich Wirklichkeit. Wenn du den Unterschied machst. Ja, du meintest auch Wirklichkeit. Ja. Aber deswegen meine ich, Wahrheit ist immer nur deine Perspektive von der Wirklichkeit. Und Realität zwischen Realität und Wirklichkeit gibt es auch einen Unterschied, weil die Vergangenheit zum Beispiel ist deine Erinnerung an die Gegenwart. Das heißt, deine Realität von der Vergangenheit ist deine Erinnerung an die Gegenwart. Und deine Sicht auf die Zukunft ist deine Manifestation, deine Realität, die du dir so ausmalst mit Kinderkriegen, Frau, heiraten, Auto, großes Haus und so weiter, die du in deinem Kopf manifestiert hast für dich, für die Zukunft. Das heißt, wirken kannst du nur in der Wirklichkeit, und das ist in der Gegenwart und das ist im Hier und Jetzt. Die findet nicht in der Vergangenheit statt, und die findet nicht in der Zukunft statt. Sondern diese Beschreibung mit Wirklichkeit hat was mit Wirken zu tun, kenne ich jetzt nicht. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass es, sagen wir mal, es gibt einfach nur die Dinge sind so, wie sie sind, ja. Und es gibt verschiedene Perspektiven darauf, und jeder Mensch sieht es anders. Ja? Dein Rot ist vielleicht nicht genau das Rot, was ich sehe. Aber würdest du sagen, dein Kind lügt dich an, wenn dein dreijähriges Kind auf einen Ball schaut und sagt dann zum Beispiel, oh, schau mal, das ist ein Kreis oder das ist ein Viereck oder sowas, das ist, weil er es so in seiner Realität gespeichert hat. Dann ist es doch seine Wahrheit immer noch. Neo, es gibt die Wahrheit, die empirische Wahrheit, und es gibt diese deine Meinung. Deine Subjektive. Meinung hat überhaupt keine, nicht melden. Wenn die empirische Wahrheit für jeden klar ist. Weil wir können jeder sehen, dass der Himmel blau ist. Das kann man ja nicht leugnen. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, nee, das ist so. Die Wahrheit ist größer als die Realität. So, sag mal, die Wahrheit ist größer als die Realität. Weil in der Realität siehst du Dinge, wie du sie sehen willst. Aber die Wahrheit sagt was anderes. Schau mal, Wahrheit ist ein kleiner Teil von der Wirklichkeit. Wenn du einen Unfall siehst auf der Straße und zwei Autos krachen aneinander, dann siehst du von deiner Sicht, was passiert ist. Du hast vielleicht den Typen am Handy gesehen, der es da telefoniert hat und so weiter. Der andere Typ von der anderen Seite hat ihn nicht telefoniert. Ja, aber genau so ist auch die Bibel aufgebaut. Die vier Evangelien sind genau so aufgebaut. Darf ich doch einmal reden? Einmal bitte zu Ende reden. Jetzt kommt die Polizei zu dir und sagt zu dir, hey, pass auf, was ist hier passiert? Und du redest vom ganzen Herzen die Wahrheit und sagst, was passiert ist. Und der Nächste sagt auch, was passiert ist. Und der Nächste sagt auch, was passiert ist. Dann hast du drei Wahrheiten. Und ja, aber das ändert nicht das Geschichten von der Wirklichkeit. Warte, weil es nur Beschreibungen der Personen von der Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit ist das ganze Große, und die Wahrheit ist nur ein kleiner Teil, den du wahrgenommen hast. Was versteht man daran nicht? Verstehst nicht? Also schau mal, die Definition von Wahrheit ist die Übereinstimmung der eigenen Sicht mit der Realität. Das ist die Definition von Wahrheit. Aber wir brauchen uns jetzt auch nicht wegen Begriffen zu streiten. Das heißt, die Erde ist jetzt rund oder flach? Ja. Von der Wahrheit her. Ja, sie ist rund. Ja, genau, merkst du mal. Und warum sagen dann andere, sie ist flach? Und warum bringen sie Beweise? Weil sie Realitätsverlust haben. Okay, dann fragst du mich zur runden Erde, wie kannst du mir beweisen, dass die Erde rund ist? Weil du weißt es ja, das ist ja Wahrheit. Dann erklär mir mal, wo weißt du, wo hast du gesehen, dass die Erde rund ist? Anhand der Logik. Die Erde ist verbeult. Wir sehen doch, dass die Sonne und der Mond ja auch rund sind. Die Sonne ist nicht so weit weg, wie du denkst. Der Mond ist auch nicht so weit weg, wie du denkst. Da ist ein Firmament drüber, wenn du es wissen willst. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Weltbilder. Ich kann dir verschiedene Beweise bringen, die beweisen, dass die Erde flach ist. Du kannst mir keinen einzigen Beweis bringen, dass die Erde rund ist. Kein einziger. Ja, doch, wegen der Tiefe, wegen der Tiefe der Meere und wegen der Berge. Also Wasser ist nicht flach, sondern Wasser beult sich. Wasser nimmt nicht immer eine Flasche. Aber es hat auch eine Tiefe. Es hat auch eine Tiefe. Und was hat die Tiefe damit zu tun? Die flache Erde bedeutet ja nicht, dass es eine Scheibe ist, sondern es bedeutet, dass es sowas wie ein Halbei ist. Und du lebst auf der glatten Oberfläche.
Ja, aber es ist eine Kuppel, es ist ja ein gewölbt. Die Erde, wenn du beispielsweise irgendwo hoch bist, kannst du erkennen, dass die Erde gewölbt ist. So ein Schwachsinn. Ich fliege ungefähr seit 30 Jahren mit dem Flugzeug ungefähr jedes Jahr 5-mal im Jahr durch die Gegend und ich kann dir ein Lineal hinlegen und ein Foto schicken, egal wann du willst, auf eine Strecke von bis zu 400 bis 500 Kilometern und die Erde ist gerade. Jetzt frage ich dich, bei 400 bis 500 Kilometern, wie hoch müsste ja, deine Biegung sein? Wie hoch müsste deine Biegung sein mit 400 bis 500 Kilometern Länge? Wie hoch müsste sich das aufbauen? Ich hoffe aber, dass die Erde auch nicht zwei rechte Hände hat, ne? Nein, die hat keine zwei rechten Hände. Die hat einen Eisring, die Antarktis ist der Eisring, dahinter kommen noch weitere drei Kontinente und dann kommt ein weiterer Eisring und so weiter und dann kommt irgendwann die Kuppel oben drüber. Okay. Nicht, dass es noch einen rechten Spienbein hat oder so. Ich kann dir auch irgendwie mit meinen Fakten darlegen, aber ich höre keinen einzigen, ich kann dir gerne Fakten geben, warum die Erde gerade ist. Also warum das eine flache Erde ist. Sie ist gewölbt, das kann man nicht sagen. Und kein Mensch hat je mit einer Rakete das Weltall besucht. Und keiner war auf dem Boden. Ja, das weiß man nicht. Aber okay, wie sind Meteoriten eingeschlagen? Es gibt keine Meteoriten, die hier so eingeschlagen sind. Das Einzige, was du hier runterkommen siehst, sind alte Satelliten, die auf irgendwelchen Wetterballons hängen. Satelliten Und die Krater, die du siehst, dann schau dir mal Bilder an von Geysiren und dann schaust du dir an, wenn Geysir ausgetrocknet ist. Aber wie kann man das denn von dieser Entfernung sehen? Ja, sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt im Flugzeug drin. Wie kann man denn von einer 400 Kilometer oder lass 600 Kilometer Entfernung von der Höhe erkennen, dass die Erde flach ist? Was ist ein Cockpit von einem Flugzeug? Nein, das ist Blödsinn. Du hast einen Horizont und wenn die Erde flach wäre, gäbe es keinen Horizont. So ein Schwachsinn. Ist aber so. Nein. Du hast einen Horizont und du wirst einen Horizont niemals erreichen. Wie weit glaubst du, können deine Augen sehen? Schau mal, du kennst das Beispiel mit dem Schiff, das verschwindet beim Meer, oder? Das schwimmt aufs Meer hinaus und irgendwann verschwindet das Schiff auf dem Meer. Weil die Erde ja rund ist, oder? Also wenn ich auf den Berg hochgehe, ich erkenne, dass die Erde gewölbt ist. Ich weiß nicht, warum bei dir flach ist. Das ist Bermuda-Dreieck. Dann hast du Fischaugen, weil dann hast du eine Fischaugenoptik. Ich habe echt erkannt, dass die Erde gewölbt ist. Und das kann man auch von der Ding erkennen. Wenn du Ballon fliegst, kann man sehr gut erkennen, dass die Erde gewölbt ist. Ich fliege sehr viel mit dem Flugzeug und ich habe sehr oft aus dem Fenster geschaut und die Erde ist. Vom Fenster kann man nicht wieder erkennen. Vom Fenster kannst du nicht wieder erkennen. Also wenn du auf 10.000 Metern Höhe bist, kannst du keine Strecke von 500 bis 600 Kilometern überblicken. Rein physikalisch, ohne Probleme, bis zu 1.400 Kilometer. Da kann man auch die Wölbung sehen, aber wie du das siehst, keine Ahnung. Die Wölbung müsste knappe 50 Kilometer betragen. Ich sehe da keine 50 Kilo. Ich sehe da nicht mal, wenn ich ein Lineal drauflege, dann geht es genau das Lineal entlang. Keine Wölbung, kein Garn. Du musst aus der Vogelperspektive und nicht von der Bodenperspektive sehen. Die Vogelperspektive wird ja, von oben. Bin ich auf 10.000 Meter Höhe. Wie hoch fliegen denn die Vögel? Wenn du stehst. Die Vögel fliegen über 10.000 Meter oder was? Schau mal. Legst du die Zunge wieder rein, das ist eklig. Wenn du stehst, auf dem Boden stehst und gerade ausschaust, dann ist es diese Bodenperspektive. Aber wenn du von oben nach unten schaust, dann ist es die Vogelperspektive. Ja, ich schaue ja von oben nach unten. Ich schaue ja vom Flugzeug. Kann man sehr gut die Wölbung sehen. Kann ja keiner erzählen, dass da keine Wölbung ist. Keine Wölbung. Da soll ich dir jetzt ein paar Videos zeigen. Zeige ich dir jetzt auf YouTube, gib mal ein aus dem Fenster vom Flugzeug und zeig mir ein Video mit Wölbung. Ein einziges. Kann ich dir tausende zeigen. Okay, zeig mir eins, ich gebe es bei mir bei YouTube ein. Ich warte. Ja, dann guck bei Fallschirmspringen. Ich muss euch wirklich in Händchen halten, dass wir im Wald wirklich die Gummibärbande singen, weil das ist ja schrecklich. Flex, bitte guck mal bei den Fallschirmspringern und dann siehst du da die schöne Wölbung. Aber warte mal, warum ist jetzt YouTube? Warum mit YouTube mit einer normalen Kamera? Jetzt sind wir im YouTube. Jetzt kommen sie mit der Kamera. Es gibt doch tausend Videos und Bilder. Du hast gesagt, ich soll dir ein Video zeigen. Und aber habe ich gesagt,
Kennst du den Unterschied zwischen einer normalen Kamera und einer Fischbogenkamera? Wenn die Erde sich einmal zum U biegt und einmal zum O biegt, nach unten zum Halb-O, das bedeutet, dass es genau über den Mittelpunkt der Linse gekommen ist und daran bricht sich die Linse, daran bricht sich das Licht und damit hast du eine Wölbung. Die kann aber auch nach oben gehen. Dann schaut die Erde nämlich ganz schön komisch aus. Wie ein U. Nein, jetzt Baumgarten. Da schaut den Baumgarten bei jeder, warte, Baumgarten hast du immer eine Wölbung. Baumgarten, kennst du den Baumgartner? Kennst du den Baumgartner, der gesprungen ist, Felix Baumgartner? Der ist 30 Kilometer hochgeflogen. Warte, der ist 75 Kilometer hochgeflogen, wo er rausspringt aus seinem Ding. Siehst du mit einer Kamera gefilmt, wo er rausspringt, siehst den Horizont gerade. Die Kamera, die er am Kopf trägt, ist Fischaugenkamera. Siehst du auch im Video, weil die Erde sich einmal nach oben biegt und einmal nach unten biegt. Schau dir das Video an und dann denk nochmal nach, ob die Kamera nicht vielleicht einen Effekt ausmacht und ob die Erde. Und du bist ja nicht der Einzige, der Flugzeug geflogen ist. Andere Menschen sagen, dass die Erde gewölbt ist. Ja, du behauptest ja als Lüge, dass wenn du aus dem Fenster guckst, dass du eine Biegung siehst. Ja, ich sehe eine Biegung. Ich gebe dir vor allen Leuten hier, ich gebe dir 5.000 Euro, ich fliege mit dir egal wohin und du zeigst mir die Biegung und ich lege dir ein Lineal hin und wenn keine Biegung da ist, zahlst du mir 5.000 Euro. Weil das ja, hast du bitte gemacht, ja, bitte. Ich bin dabei. Ich lege dir ein Lineal hin, ganz gerade. Neo, wir müssen dann beide Ballon fliegen. Wie du willst, fliegen wir Ballon, auch gerne Ballon. Dann legst du mir dein Lineal hin, ich leg dir die Schnur hin, was du willst, gerade Linie, im Lot, mit Wasserwaage. Und wenn du eine Abweichung erkennen kannst, hast du gewonnen. Und noch was, sogar die Bibel sagt, dass bei Hiob 40 war das, dass der Herr über den Erdenmond wandelt. Dass er über den Erdenmond wandelt. In der Religion wird die Erde Tausend in einer Nacht, dann hat Boom gemacht. Ja, sorry fürs Schreien. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend in einer Nacht, dann hat Boom gemacht. Hey, aber Neo, wo wir vielleicht eins sein können, ist, dass keiner auf Mond war. Das, ja, ich glaube, das glaubst du auch. Ja, sehr gut. Es gibt auch keine Raumstation. Nicht im All. Das ist alles, ja, ich glaube, das ist schon Hollywood 3. Das ist alles in diese Ding gemacht, in diese Hollywood-Räume gemacht. Die Mondlandung damals hat Stanley Kubrick gefilmt und hast du gesehen, was die Inder jetzt präsentiert haben für Videoaufnahmen von der Mondlandung? Als hätten das 12-jährige Kinder als Abschlussarbeit gemacht in der 5. Klasse als Referat. So war die Mondlandung von den Indern, jetzt 2023. Also lächerlicher geht's langsam nicht mehr. Also weißt du, warum ich daran zweifle? Weil erstmal dieser Mond ist schon 400.000 Kilometer weg von uns. Wenn es jetzt überhaupt möglich wäre, da rauszufliegen. Und dann diese ganze Sprit, diese ganze Energie, was diese Rakete benötigt, da braucht man ja Trillionen. Von, ganz kurz, wie ist die Welt entstanden? Durch Urknall? Bitte, nein. Sagt einer ja. Kretion, bitte sagt Kretion. Einer ja. Nein, nicht Urknall. Gott hat die Erde gemacht. Durch ein Wort. Naja, okay. Also sind wir durch Affen entstanden? Wurden durch Nein, Kreation. Alles, der Mensch ist als Mensch entstanden und wurde nicht zum Mensch. Ja, okay, gut, dann sind wir ja einer Meinung. Dann ist ja gut. Die Erde ist das Ausatmen gewesen, es ist das Brahma. Und da hat sich die Energie schön verteilt. Und wir sind gerade wieder im Einatmungsprozess. Das heißt, die Energie verdichtet sich wieder. Das heißt, der Mensch hat jetzt die Möglichkeit, aufzusteigen von seiner spirituellen Seele. Da könnt ihr genau gerne mal gucken. Weil 3D zum Beispiel, die meisten Menschen leben halt immer noch in 3D. Und 3D ist auch die sinnebasierte Realität. Eine kurze Frage, Leute. Wollen wir nicht vielleicht schlafen und uns ein bisschen beruhigen? Gute Idee. Bevor gleich noch einer sagt, dass die Blitze aus dem Arsch von Thor kommen, gehen wir lieber alle schlafen. Eine Frage. Wer von euch glaubt an Odin, den Donnergott?
Da bist du da ein Tor. Das ist Tor, Mann. Das sind germanische Götter sind das. Leute, macht mich nicht verrückt. Ich hab die Frage jetzt nicht verstanden. Der Wikinger-Gott Odin. Cooler Typ. Odin ist ein geklautes Bild von König David und Salomo. Eieieiei. Hey Leute, lasst uns mit einem anderen Thema springen. Was hält ihr denn von Odin? Das ist doch der keinen Schlüpfer angehabt hat, oder? Ey, keine andere Religion beleidigen hier. Das ist ja keine Religion. Hat überhaupt einer einen Schlüpfer angehabt von denen? Also, was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde Toni in die Hand nehmen und Neo zusammen und wir gehen alle gemeinsam in den Wald zusammen und springen zusammen, damit das Thema endlich mal beendet ist. Nein, mach das anders. Setz dich mit den Zweien einfach in die Rakete und flieg zum Mond, Mann. Ja. Oder wir machen das ganz anders. Ja, ich bezahle es, Toni. Neo, ja. Wir fliegen gemeinsam und dann schauen wir, ob die Erde oder was auch immer flach, viereckig ist oder was auch immer. Ich bin dabei. Die Erde, die kann nur flach sein, weil sonst kann eine Schallplatte ja nicht ohne zu springen laufen. Das Argument wollte ich auch noch bringen, aber jetzt hast du es mir vorweggenommen. Naja. Leute, es wird Zeit zum Schlafen. Es sind ja Zombies hier, ey. Das ist ja schrecklich. Wollt ihr nicht alle schlafen? Alle Däumchen nach oben, bitte. Ich bin gerade aufgestanden. Ich habe meinen Schlaf gehabt. Wir haben Lassie noch diskutiert. Wir müssen noch über Lassie sprechen. Also das Ding ist, ich habe ja schon gute 5 Stunden geschlafen, aber ich denke mal, wir sollten noch 2 Stunden schlafen, damit wir wirklich, also zumindest ich, mal klarkomme. Mein Gehirn, das ist wie, als hätte ich einen Clown gefressen gerade. Ja. Das ist aber ein geiles Frühstück, Digga. Ja, oh Mann. Ja, Debattentipp, was sagst denn du dazu? Schlafenzeit, oder? Ja, mein Gehirn ist auf jeden Fall gerade matschig. Ich brauche auf jeden Fall kurz Pause. Debattentipp oder nicht geschlafen, oder was? Also auch wenn ich in 2 Stunden aufstehe, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe immer noch einen Clown in mir drinne und ich denke, ich muss mich erstmal ein bisschen auskurieren. Aber jetzt mal ganz klar, ne? Damit wir eine Linie fahren. Ich meine, ich komme aus Ostfriesland, also für mich ist ganz klar, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn ich jemand. Alle muss eine Scheibe sein. Ich bin's, Brian. Alle ganz ehrlich, pass auf, wenn ich hier morgens rausgucke, weiß ich, wer zum Kaffee kommt. Also. Oh je. Ja. Ja, Leute, an die ganzen Zuschauer, ja, wie gesagt, das ist Netflix TV, okay, ihr könnt alle folgen, ihr werdet alle mit Liebe empfangen und Leute, ich denke, es wird Zeit, dass wir uns mal hinlegen, das reicht jetzt langsam, ja, also Erde ist flach, Erde ist oval, wir machen eine Reise zum Mond, was kommt denn noch auf uns zu? Ja, hier in Ostfriesland siehst du das ganz deutlich. Wir müssen uns alle mit dem Schwert Gottes ausrüsten und zum CERN. Also Leute, ich kann nicht mehr. Nein, ganz ehrlich, die einzige Wölbung, die hier existiert, die hat meine Nachbarin. Schlaf ist überbewertet. Sollte Neo fragen. Neo weiß Bescheid. Hat die auch Krater im Po oder wie der Mond oder was? Ja. Ja, Leute, komm, wir machen jetzt eine Pause, ja, und ich bin sehr, sehr enttäuscht von den Zuschauern, ja, dass wir nicht mal auf 100.000 gekommen sind, Likes, ja. Stimmt euch. Doch. Ich bin so eine Runde Likes für den Kanal, dann Flex. Die Dinger sind nicht nur zum Pumpeln, also zum Tippen. Alle mal tippen. Wer ballert denn hier die Likes für hier? Ich höre das. Der Neo hat da bitte was hier hochgeladen. Holt euch mal gute Energie. Ja.
Mama mia, ey, ich bin aber richtig enttäuscht von euch, ey. Anstatt dass du auf die 100k Likes kommst, dann bleib mal online. Dann bekommst du auf deine 100 Likes. Nicht auf 100, tippen hier, schön tippen, ja, schön tippen. Jetzt einmal tippen. Ich würde mich übel freuen, wenn wir mal auf Top 1 kommen, Leute. Ne, dass wir hier mal komplett viral gehen. Also ihr habt echt den Top. Ey, Flex, ja. Wo Isabel am Dings, ja. Wo ich die Karte bekommen habe und Isabel richtig reingehauen hat, ich war einfach ganz kurz Platz 2 in der Rangliste. Das ja, das glaube ich. Ja. Vielleicht sollten wir über einen anderen Planeten sprechen, weil die sieht man von hier aus besser. Eieieiei. Leute, wir müssen es mal schaffen, auf Platz 1 zu kommen. Und dann gehen wir hier viral alle gemeinsam. Ne? Und dann können wir über alles reden hier. Keine Ahnung. Dann dürft ihr auch mal früher schlafen gehen. Ja, das auch. Mann. Hey, Leute, wisst ihr, was wir noch kein Thema hatten? Über UFOs. Darüber reden wir später. Ja. Über UFOs. Wir haben noch keine. Ja, UFOs gibt's. Das hätte Alf ja nicht mal geredet. Ein paar Themen müssen wir auch tun, wenn wir dann mit dem Flex Gummibärchenbande singen. Das machen wir. Ja, und dazu gehen wir UFOs. Also, Toni, du bist der Erste, der in der Mitte steht. Ja, also ich nehme dich mit. Du stellst dich genau in der Mitte. Neo stellt sich genau daneben. Ich Händchen halten. Und ihr müsst nach meinem Kommando dann springen. Wenn ich sage, schreit Gummibärchenbande, dann müsst ihr springen und hüpfen gleichzeitig. Kann ich Liebe auf meinem Herzen dann ausstrahlen? Die haben doch so Fähigkeiten. Ja. Darf man sich den Gummibärchen dann aussuchen, wer man ist, oder? Mach egal wen. Ich nehme die Rote. Ey, Leute, ihr seid so scheiße, ne? Ey, guck mal, es ist 5 Uhr und ich mache mir gerade Gedanken darüber, wer zuerst da war. Alf oder E.T.? Oh je. Alf. Ja, Leute, es reicht langsam. Wir machen jetzt Pause. Es ist 5 Uhr. Wir machen jetzt Pause. Ja. Ja. Leute, mein Kopf ist sowas von Matsch. Ja. Ich muss jetzt erstmal mich ein bisschen ausruhen und erstmal drauf klarkommen. Ne? Und ich will euch nur eins sagen, Leute. Fühlt euch alle geliebt. Ja, fühlt euch alle gedrückt. Wenn ihr schlafen geht, schlaft alle gut. Oh, danke, und genau, und wie gesagt, Respekt geht an euch allen. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr hier drinne seid, ist immer ganz viel Liebe da. Und wichtig ist natürlich auch der Respekt. Aber Leute, jetzt wird Zeit zum Schlafen. Es reicht langsam. Genug. Aber was jetzt? Alf oder E.T., Mann? Das ist gerade echt. Ich glaube, Alf. Alf ist älter als E.T., oder? Also, okay. Alf kommt aus von Melmac. Woher kam nochmal E.T.? Alf fängt mit A an und E.T. mit E. Ja, aber Alf war doch schon in den 80er. E.T. war doch in den 90er, oder? Wann kam E.T.? Wer war früher? 2 CPO oder Alf? Ja, Leute, ab geht's ins Bett. Jetzt schlafen. Also Leute, euch. Sonst rufe ich euch alle gedrückt. Sonst rufe ich euch Eltern an. Jeder, der hier zugehört hat, Liebe geht raus. Und jetzt schlafen gehen. Flex, warte ganz kurz, bevor du ausmachst. Neo, warte mal ganz kurz. Flex, ach, warte mal, ich habe mit Finger telefoniert. Alter, Leute, mit Handy. Müssen wir auch reden. Ja, wartet mal bitte alle ganz kurz. Flex, mach mal Werbung für mich, dass sie mir alle folgen sollen, weil die kennen meinen Account gar nicht mal neu. Das ist Brian. Ja. Übrigens, wer wissen möchte, wer Dragon ist, das ist Brian. Ihr könnt ihn auch alle folgen. Er folgt euch zurück. Genau. Ja. Ich hab dich auch schon abonniert, ja. Der. Leute, Zeit zum Schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ja. Und Liebe geht raus, ne? Und baut keine Scheiße, ja. Und lasst mich jetzt endlich schlafen gehen. Es reicht jetzt langsam. Aber ich glaube, ich habe einfach mit Handy gesehen. Vielen lieben Dank für die nette Unterhaltung. Ja. Und ich hoffe, ich habe euch nicht irgendwie zu sehr gematscht. Nein. Wir haben das jeden Tag, solche Diskussionen. Das ist normal. Ja. Also Leute, ich gehe jetzt schlafen. Es reicht jetzt langsam und gute Nacht an euch allen. Ne? Wer folgen möchte, folgen. Gute Nacht. Ein Dudelidu an alle. Gib uns ein Dudelidu. Mach einfach den Stream aus. Mach einfach aus. Ja. Euch auch guten Morgen. Also Leute. Schlaf gut.
Hey, Bier. Ja, du, du, du. Bevor ich schlafen gehe, zeige ich jetzt nochmal meine Zähne. Zack, bam, ja. Und schlafen. Bye. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, ciao.